Sie sind die Fernsehverrücktesten, die ich je kennengelernt habe. Aber genau deshalb ist Ihr Podcast so geil. Einfach Weltspitzenklasse. Hier ist eine weitere Folge der Fernsehschatztruhe. Darauf habe ich gewartet. Und hier sind eure Gastgeber, der Batti. Wer ist das? Und Alexander Schindler. Das halte ich nicht aus. Und schon wieder ist eine Woche vergangen. Hallo Frank. Hallo, guten Tag, grüß Gott, servus, moin und willkommen zu einer weiteren Folge unserer kleinen Podcast-Show und grüß dich, Alex. Hier ist die Fernsehschatztruhe ab sofort nicht mehr nur als Podcast, sondern unsere Sendungen hört ihr jetzt auch wöchentlich, jeden Montag um 13 Uhr bei Radio Störfunk. Infos dazu findet ihr auf www.fernsehschatztruhe.de und auf den Webseiten von Radio Störfunk. Ich bin ja immer noch in Elternzeit und trete entsprechend etwas kürzer, aber das macht gar nichts, denn du, Frank, hast ja immer noch tolle Gäste in petto. Wer ist denn heute dein Gast? Tja, wenn wir mal ehrlich sind, haben wir natürlich das Thema Podcast nicht neu erfunden. Denn Gespräche über alle möglichen Themen gibt es bereits, solange es Radio, Fernsehen und Internet gibt. Doch gerade beim Thema Internet gibt es einen Vorreiter, an dem wir uns sehr gerne messen lassen. Denn seine Liste mit prominenten Gästen ist mittlerweile so lang, dass ich schon ein bisschen neidisch werde. Dazu sagt man ihm sehr gerne nach, dass er in seinen Gesprächen nicht nur besonders respektvoll und freundlich ist, nein, er bereitet sich akribisch gut vor. Ob mir das gelungen ist, das erfahren wir gleich in unserer heutigen Ausgabe der Fernsehschatztruhe mit Julian Schlichting. Wenn ihr Feedback oder Gästevorschläge habt, dann mailt uns doch einfach an mail@fernsehschatztruhe.de. Julian Schlichting ist ein Online-Moderator, Podcaster und Doku-Soap-Darsteller. Bis 2008 produzierte er mit Freunden die Webradioshow Chadio, in der er bereits entgegen dem damaligen Trend der Formatradios im Chadio Phone Talk auch ausführliche Gespräche mit prominenten Gästen führte. Im Jahr 2009 resultierte aus den Interviews das Gesprächsformat Sprechplanet. Seit Oktober 2016 existiert zudem eine monatliche Bewegtbildausgabe des Sprechplanets, die beim Online-Sender Massengeschmack TV ausgestrahlt wird. Schlichting wirkte im Laufe der Jahre bei verschiedenen Fernsehproduktionen mit, unter anderem in den Produktionen Betrugsfälle, Aufstreife und Die Trovatos. Zudem moderierte Julian verschiedene Live-Veranstaltungen, wie zum Beispiel von 2009 bis 2015 das jährliche Unter-uns-Event in den Originalkulissen der Fernsehserie. Seitdem ist Julian Schlichting auch als Podcaster mit den Projekten Julian hat Zeit und Hinterm Bauwagen tätig. Heute zu Gast in der Fernsehschatztruhe, Julian Schlichting. Bevor wir dieses Gespräch jetzt starten, möchte ich noch anmerken, dass ich dieses Interview mit Julian im April 2021 geführt habe. Und das war zu einer Zeit, als das Fernsehformat Promis unter Palmen, Willi Herren und Trash TV in aller Munde war. Außerdem führten wir dieses Gespräch einen Tag vor dem Tod von Willi Herren. Das kurz zur Anmerkung. Und jetzt starten wir die neueste Ausgabe der Fernsehschatztruhe. Herzlich willkommen, Julian Schlichting. Ja, ist eine Ehre nach den großen Gästen, die du schon hattest. Oh. Ach. Holger und Mario waren ja auch schon da. Genau, die größten Stars sozusagen, zumindest im Massengeschmack-Universum, aber da reden wir ein bisschen später drüber. Als Einstiegsfrage stelle ich immer sehr gerne die Frage danach, was sind denn deine allerersten Kindheitsfernseherinnerungen? Also deine Helden sozusagen. Helden, also die, was ich so, also das muss so Ende der 80er dann gewesen sein oder ja doch so. Das früheste kann ich gar nicht so sagen. Ich glaube, es ist tatsächlich so das normale Kinderprogramm. Wobei ich sehr früh, kennst du noch die 80er-Serie Der kleine Vampir? Ja, genau. Da gab es ja, das ist aber die Originalfassung. Es gab in den 90ern doch auch nochmal so eine neue genau, Version. Genau, ich mochte sie beide, aber das war, glaube ich, so, das ist das, woran ich so zuerst zurückdenke. Zumindest kann ich sagen, dass meine Oma mir immer gesagt hätte, ich hätte so gern den kleinen Vampir geguckt, diese alte Serie mit Gerd Fröbe. Das mag das gewesen sein. Aber wahrscheinlich auch die Lindenstraße oder generell alles, was die Eltern so schauen. Und Sesamstraße natürlich. Aber also der kleine Vampir wurde mir oft gesagt, ich sehe das eigentlich nicht so, aber mir wurde aus der Familie oft gesagt, ich hätte früher ganz oft den kleinen Vampir nachgespielt. Ja, Vampir Rüdiger war das. Genau. Genau.
Bist du denn auch mit diesen Serien so wie Märchenbraut und Tintenfische aus dem zweiten Stock, nee, und der fliegende Ferdinand? Ich glaube, das ist dadurch, dass ich Mitte der 80er geboren bin, genau an mir vorbeigegangen. Also tatsächlich geht so meine Erinnerung, was das Fernsehen angeht, echt auch so bei 1999 los, würde ich sagen. Also als das Glücksrad zu Sat.1 bei uns im Westen auch empfangbar war. Das war so auch so eine Erinnerung, deswegen mag ich diese Sendung ja auch so gerne, weil ich das mit meinem Opa geguckt habe und so. Ich glaube, diese ganzen tschechischen Klassiker und sowas alles, die kenne ich nur so aus dem Interesse am Fernsehen an sich, dass ich mir das angeeignet habe, aber auch diese ganzen anderen Sendungen. Also manchmal muss man ja nur jemanden finden, der 2-3 Jahre jünger ist und der hat ein ganz anderes Fernsehbild, ist aber natürlich überzeugt, dass seins das Bessere ist. Und das geht mir bei vielen Serien so, auch Klavitta oder ja, Luzi, Schrecken der Straße und so, da bin ich überall wohl gerade so dran vorbeigeschrammt. Ja, Uhlenbusch. Auch dran vorbeigeschrammt. Bettkantengeschichten. Habe ich mir auch später mal reingezogen. Aber das ist witzig, wenn man sich so als Erwachsener Kinderserien nochmal so, ja, so Uhlenbusch ist ein gutes Beispiel, weil das hält ja 2-3 Folgen aus, aber dann auch nicht mehr, weil du da halt keinen Bezug zu hast. Ja, das stimmt. Obwohl es ja im Norden spielt und du ja ein norddeutsches Kind bist. Ich mag auch alles, was Plattdeutsch hat. Also alles, was irgendwie was Plattdeutsches drin hat, hat schon mal direkt so einen großen Stein im Brett, weil das natürlich eine prägende Sprache ist. Da du ja auch, ne? Du kommst aus Aurich. Genau, ne, Emden, genau, aus Emden, genau, ja. Ja, genau, geht mir genauso. Also ich bin auch mit dem, zumindest über die Eltern, mit dem Unsorgtheater irgendwie aufgewachsen und ja, alles, was so Norddeutsches hat mir durchaus gefallen. Ja, das stimmt. Das heißt, an dir ging auch im letzten Jahr die Neuauflage, beziehungsweise dass viele alte Fans sich über die Neuauflage von Pantau aufgeregt haben, ja, völlig an dir vorüber, weil es dich gar nicht interessiert hat. Los ist das für mich, genau. Okay. Ja, das ist aber wirklich so ein Ding. Also ich habe natürlich gesehen, wie das jetzt aufgemacht ist und ich finde es auch trotzdem creepy und komisch und kann nicht ganz nachvollziehen, dass man das so produziert. Aber das ist halt alles so, so ein Emotionsding, glaube ich. Gerade wenn du so Sachen als Kind schaust oder als Jugendlicher, dann gerade, guck mal, wir hatten ja kein Internet. Ja, das Fernsehen war ja unser Internet, zusammen mit der Fernsehzeitschrift und der Bravo. Die Bravo war mein Internet. Und deswegen ist das, hängt man da nicht so dran, wenn man etwas nicht früher so aufgesaugt hat. Andersrum, das, was du aufgesaugt hast, und sei es auch noch so nerdig und noch so creepy, da hängt dein ganzes Herz dran. Also bei mir geht es dann auch, was eigentlich so die frühesten Erinnerungen sind, halt so diese Cartoons. Ich glaube, du bist auch wieder so 2-3 Jahre älter als ich, wirst wahrscheinlich nicht vor ProSieben gesessen haben, morgens um 5, wenn die Eltern geschlafen haben. Und ProSieben Sat.1 RTL, die hatten früher am Wochenende, da habe ich wirklich 1 Meter vorm Fernseher gesessen, in einem großen Sessel und habe ganz früh morgens, das ist eigentlich ja, komisch, aber das lief halt ganz früh morgens, dieses Kinderprogramm, und habe diese ganzen Sachen geguckt. Ghostbusters, das ist so meine Welt. He-Man, Masters of the Universe, könnte ich heute noch gut gucken. Ja, obwohl ich diese Dinge durchaus bei Tele5 schon aufgesaugt habe. Da gab's ja sogar Anfang der 90er im Abendprogramm eine Cartoon-Schiene. 20.30 Uhr, 21 Uhr liefen dann He-Man und diese ganzen Sachen, Ghostbusters. Das hatte ich schon mitbekommen. Das kann man, glaube ich, ja. Daran erinnert man sich auch gerne zurück. Da lief ja auch Hopp oder Top. Ruckzuck. Hopp oder Top, Ruckzuck. Stadtland Fluss mit Viktor Worms. Ja, und kennst du wahrscheinlich nicht, Bambino oder? Vor allem, ja. Bim Bambino, ja, doch, Stadtland Fluss, Sambo. Genau, das ist auch wieder wahrscheinlich auch so ein Ding. Das kenne ich auch nur so aus alten Zeitungen und so, aber habe es wahrscheinlich nie gesehen. Ja, und Kofferhopper mit Karl Dall, auch auf Tele5. Genau. Wieso ist Tele5 damals pleite gegangen? Das war doch eigentlich jetzt so aus heutiger Sicht ein ganz witziger Kanal, weißt du das? Ja, weil nämlich die Gesellschafter, die RTL 2 in den Start bringen wollten, den Sender irgendwie aufgekauft haben. Und sie wollten sich natürlich kein Konkurrenzprogramm weiterhalten. Also hat man es dann ins deutsche Sportfernsehen umgewandelt. Also es gab wohl Gesellschafter, die den Sender aufgekauft haben. Ja, das ist schade, weil das war ja damals tatsächlich ein ganz, ganz cooles Produkt. So. Das war eine gute Alternative auch immer so, auch für uns Kinder auf jeden Fall. Ich hatte irgendwann mal bei YouTube gesehen, diesen letzten Tag von Tele5 oder irgendwie so einen Bericht, wo alle Abschied genommen haben, auch Tommy Aigner und so weiter. Das war ja offensichtlich auch so ein kleines Familienprodukt dieser Sender, ne?
Das stimmt. Und vor allem ganz lustig war, weil die Verträge ja noch Monate liefen, mussten einige Sendungen ja im DSF weitergehen. Hopp oder Top ging weiter am nächsten Tag mit Hermann Tölke. Mhm. Zum Beispiel Bitte lächeln ging weiter mit Manfred Erbe und Jessica Stockmann-Stich. Ja, das sind aber alles Sachen, außer dir weiß das keiner. Hermann Tölke ist aus Rote Rosen inzwischen bekannter als aus Hopp. Genau. Ja. War auch ganz steif in der Moderation bei Hopp oder Top, also im Vergleich zu Tommy Aigner. Und man sagt auch wohl, dass er mit Angelika Petersen nicht so wirklich klar kam hinter den Kulissen. Aber ich glaube, wenn du so ein richtig ausgebildeter, und ich glaube, er ist auch Theaterschauspieler gewesen, ja, also oder? Zumindest also, ist er jetzt schon seit über 10 Jahren Serienstar. Also ich gehe davon aus, dass er das eher als seine Erfüllung sieht, ne? Genau, also du kannst da auch, glaube ich, im Regelfall keinen Schauspieler in eine Gameshow reinstecken. Also im Zweifel funktioniert das einfach, glaube ich, auch nicht. Zumindest nicht, wenn du da so einen gestandenen, seriösen Schauspieler hast. Ja, das kann sein, ja. Ja, das war auch so, also ich würde sagen, auch Bim Bambino. Das Schöne ist, wir Kinder der späten 80er, frühen 90er, Mitte der 90er, wir hatten ja auch dann so viel Merchandise dazu. Also bei He-Man, da gab es ja Millionen Figuren. Ghostbusters. Oh, ich hatte auch die Burg. Ich hatte die He-Man-Burg. Grayskull. Genau, wo du ja dieses Mikrofon, da gab es ein Mikrofon, wo du reinsprechen konntest und deine Stimme hallig. Genau, das war bei Skeletorsburg, Snake Mountain. Ach so, okay. Ja, komischerweise, ich weiß bis heute noch, ich könnte, wenn du jetzt bei eBay guckst, ich könnte dir genau sagen, welche Figuren ich hatte und welche Malte, mein bester Freund, hatte. Das ist erstaunlich. Also es gab da so viele Figuren davon. Klar, He-Man hatten sie alle. Und bei Ghostbusters, da gab es auch noch so ein großes Feuerwehrhaus. Das hatte ich auch. Also da konnte man sich auch eindecken und das Ganze dann halt so. Ja, deswegen war das Fernsehen wahrscheinlich auch einen größeren Stellenwert noch für uns. Wir hatten halt nichts anderes zum Entertainment, das bedeutet Hörspiele. Aber man konnte das Ganze so gut abdecken mit Weihnachts- und Geburtstagswünschen. Ich hatte ja auch alle Ghostbusters, alle Serien durch. Ja, und ich weiß noch, bei He-Man, ich hatte Orko auch als Spielfigur. Ja. Und da konntest du irgendwie so ein, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so eine Art geriffelter Plastik konntest streichen. Konntest du durchziehen, dann hat er sich bewegt. Genau, genau, ja. Richtig, ja, ja. Genau. Ja. Jede Figur hatte irgendwas Besonderes und sei es auch nur ein Hüftschwung, aber jede Figur hatte irgendwas, wo du als Kind sagst, okay, ich habe den in der Cartoon-Serie nie gesehen, wahrscheinlich kam der nur einmal im Hörspiel vor, aber der hat eine coole Waffe, den will ich auch haben, Mama. Ja, wie geht dir das? Gehörst du zu den Menschen, die durchaus sagen, zumindest das Fernsehprogramm war schon früher besser oder sagst du, na, ich lebe nicht in der ewig gestrigen Welt? Und findet nur schön, was früher lief. Also ich habe auch früher nicht alles geguckt. Also ich bin jetzt tatsächlich nicht, obwohl man meinen könnte, ich habe ja so 2, 3, 4, 5 Nerd-Themen, wo ich sage, gut, da kenne ich mich gut aus, da interessiert mich auch alles. Aber ich bin nicht so breit aufgestellt wie du zum Beispiel. Du sammelst ja, glaube ich, von allem alles und so weiter. Also das so weit ging es nicht. Aber ich habe mich halt schon oft mit dem Fernsehen beschäftigt, war aber auch viel draußen. Ich glaube, ich war eine gute Mischung. Aber um deine Frage zu beantworten, ich glaube, man hatte damals ein bisschen mehr Zeit, hatte ich so den Eindruck. Also heute ist man ja permanent abgelenkt. Also ich merke das ja so an mir, ich bin auch kein großer Filmtyp. Ich kann mich auf Filme schon nicht gut konzentrieren, wenn ich die Möglichkeit habe, was anderes nebenbei zu machen. Aber damals hat man sich auf Sachen, zumindest als Zuschauer, mehr eingelassen. Heute bist du ja die ganze Zeit nebenbei unterwegs in Twitter und guckst bei Instagram, guckst, ich weiß nicht, vielleicht ist das diese Begleiterscheinung. Ich habe früher mehr das Fernsehen selber genossen als heute. Heute gucke ich nur ganz, ganz, ganz gezielt was. Mhm. Ja, wobei ich zumindest das Gefühl habe, als Kind war es kein Problem, als Eltern seinem Kind die Fernbedienung in die Hand zu geben und zu sagen, schau mal eine Stunde, weil du nicht Angst haben musst, dass Dinge laufen. Ja, das stimmt. Wo du denkst, oh mein damals Gott, das hat sich geändert. Damals gab es auch noch keinen Promis unter Palmen und so weiter. Das ist so. Das kam ja erst so ab Big Brother ab 2000. Das kann aber sein. Aber auch die Nachmittage Familien im Brennpunkt und die ganze Scheiße, um das mal ganz deutlich zu sagen. Das sind Dinge, wo du doch ein 7-8-jähriges Kind in der Regel nicht vorsetzt. Also was ich ja manchmal mache bei eBay, wenn ich irgendwie, also ich bin ja ein großer Glücksrad-Fan und wenn ich irgendwie einen Bericht finde von Peter Bond oder so und ich kaufe mir dann doch mal für 7 € eine Hörzu aus 1992, dann bin ich immer, weil das habe ich nicht mehr so im Kopf, wo du gerade sagst, Nachmittagsprogramm, bin ich ganz erstaunt, wie auch so Anfang der 90er das Nachmittagsprogramm und auch Abendprogramm von Sat1 aussah. Da gab es ja noch nicht mal, das war ja noch vor den Talkshows, die man ja als Krawall-Talkshows bezeichnet. Ja. Lief ja dann tagsüber echt Bonanza und Love Boat irgendwie zur Primetime. Genau. Unsere kleine Paar und dann Engel auf Erden. Trapper John MD, 20:15 Uhr. Das habe ich gar nicht mehr so im Kopf, witzigerweise. Also da merke ich doch schon, dass
wann hast du deinen eigenen Fernseher gekriegt oder deinem Sohn gegeben? Ich habe nämlich. Also ich selber habe so erst mit 11, ja, 11, ja, 12. Ich glaube, ich auch. Und dann auch wirklich, das war von einer Bekannten meiner Mutter, ein kleiner Schwarz-Weiß-Fernseher, ohne Fernbedienung, wo du auch wirklich hingehen musstest und an den Rädchen noch drehen musstest. Den kenne ich noch, das war nämlich unser Zweitfernseher aus der Gästestube, was wir früher noch hatten, das weiß ich noch. Also ein Schwarz-Weiß, der hatte auch nur 10 Plätze oder so. Und dann musstest du da. Genau, man hatte sogar nur 5 oder 6, genau. Und zur Konfirmation, von dem Geld habe ich mir dann meinen ersten richtigen Fernseher. Nämlich den richtigen Fernseher, als ich den hatte, da liefen halt schon diese Talkshows, Brit und alles so weiter. Und deswegen bin ich, wenn ich so alte Fernsehzeitschriften sehe, überrascht, dass das Fernsehprogramm, also die Pre-Talkshow-Zeit, habe ich als Kind nicht so wahrgenommen, weil ich da schon eben noch Kind war und gezielt doch eher vor Sachen gesetzt wurde. Also ich kann mich wirklich nicht erinnern, dass nachmittags irgendwie was anderes lief als Talkshows oder Cartoons. Also das ist erstaunlich. Also das sind auch wieder die paar Jahre Unterschied, die wir haben. Ja, das stimmt. Ich bin Baujahr 78. Du bist? Mitte der 80er. Ja, also das sind die paar Jahre, die dann so dazwischen sind. Genau. Vor allem, es gab einen Sendeschluss. Heute unvorstellbar, oder? Ein Sendeschluss. Teilweise waren auch die Privatsender um 11:30 waren die durch. Und dann lief das Testbild die ganze Nacht. Ja, ich weiß, wie das Testbild aussieht, aber da habe ich immer schon geschlafen. Also es gab auch manche, du bist ja auch großer Fan von Samstagabendshows, ne? Und früher in den 90ern, da gab es ja auch noch immer diese großen Flaggschiffe. Und ich weiß, dass ich nie bis zum Ende durchgehalten habe, weil Verstehen Sie Spaß. Oder wenn mein Vater Boxen geguckt hat, da bin ich 10.000 Mal bei eingeschlafen. Da gab es, glaube ich, schon keinen Sendeschluss mehr in den 90ern. Ne? Sendeschluss ist wahrscheinlich so ein 80er-Ding, könnte ich mir vorstellen. Na, das in der Tat so bis 92, ja, 93. Tatsächlich, ja, okay. Ja. Dass es irgendwann ausgemacht werden musste, weil halt nichts mehr kommt, findet in meiner Wahrnehmung nicht statt. Okay, aber süß. Aber die Samstagabendschuss, die ging doch nur bis 22 Uhr. Trotzdem hast du nicht durchgehalten. Nicht unbedingt, nee. Komischerweise. Okay, weil wenn man bedenkt, heute 3,5 Stunden, also am Samstagabend, da in der Tat habe ich auch keine Lust in der Regel drauf und auch nicht. Also ich habe jetzt neben der Arbeit, ich mache ja viel Homeoffice im Moment, und mal so die aktuelle Verstehen Sie Spaß-Folge geguckt, die letzte, und die ging ja auch irgendwie 3 bis 4 Stunden oder so 3,5 Stunden, wo ich auch denke, oha, das ist wirklich lang. Andererseits sind wir natürlich durch irgendwelche YouTube- und Twitch-Streams auch gewöhnt, ganz lange Sachen zu konsumieren, aber das ist was anderes, weil hier bei diesen Fernsehshows, wenn du denkst, okay, 3,5 Stunden und alle 20 Minuten was anderes, das finde ich schon sehr anstrengend, das kann man nicht so zur Berieselung laufen lassen, also da finde ich das schon sehr lang. Schlag den Rab hat gut funktioniert und super lang. Das stimmt, wobei du da ja durch die Werbeunterbrechung zumindest auch mal aufstehen konntest, dir was zu trinken holen. Hier hast du ja, ich weiß gar nicht, verstehen Sie Spaß, mittlerweile nicht mal mehr Musik, nee, oder? Nee, einmal hat Sarah Lombardi irgendwie da. Nee, stimmt, das fehlt auch, ja. Hast du 10, 12 Filme, die da am Abend laufen, wo du denkst, das ist doch echt zu viel? Also ich habe gestern Abend ein Interview geführt mit Biggie Lechtermann, die auch vor kurzem Verstehen Sie Spaß gesehen hat und zu mir gesagt hat, sie empfindet auch die Filme als gar nicht mehr so qualitativ hochwertig produziert. Also von der Idee alleine her, dass man sich vor 10, 15 Jahren noch ganz andere Ideen hat einfallen lassen, wie man die Leute in das Licht. Also wenn du jetzt mich fragst, wie oft hast du denn schallend gelacht, musstest deine Arbeit unterbrechen und dann doch mal zum Fernseher dich umdrehen? Hätte nicht sein müssen. Also ich habe aus Interesse mich ein paar Mal umgedreht, aber es ist jetzt nicht so. Muss jetzt auch sagen, bei Verstehen Sie Spaß habe ich auch noch diese großen, geilen Gags. Und mein Lieblingswitz oder mein Lieblingsstreich von Verstehen Sie Spaß ist der mit dem Wasserbetten. Kann man auch bei YouTube finden. Ja, also, kannst du jedem zeigen, das ist sicher, das findet jeder witzig. Hast auch das Gefühl, das wird in jedem Best auch in jedem Video immer wieder gezeigt. Oder das, wo der Mensch immer in so einer Drehtür sich immer dreht. Das finde ich auch unheimlich lustig. Also das sind so kleine Sachen. Natürlich gibt es die großen Prominenten-Gags. Aber das war jetzt auch ganz nett. Aber irgendwie wirklich ein bisschen lang. Also das ist mir zu lang. Ja, und am Ende, warum macht man es? Weil die Marktanteile spätestens nach 10:30 in die Höhe schnellen. Und, deshalb. Damit man sagen kann, okay, weil man, also man sieht dann einfach den letzten Marktanteil, den man rausgeholt hat und präsentiert den als Marktanteil.
Genau, also du siehst ja, dass immer mehr Leute auch abschalten, umso später es wird. Das war übrigens auch das Geheimnis von Schlag den Raab, dass die hohen Marktanteile meist nach 1 Uhr eingefahren wurden. Ja, ich war auch dabei. Bin auch dran gekommen. Genau. Hat sich aber das Konzept überholt, wenn du dir heute so Schlag den Star und so anguckst? Also, ich finde ja zum Beispiel ganz wichtig, dass es live ist. Ich konnte mit diesen aufgezeichneten Sachen nichts anfangen, weil ich im Zweifel im EPG immer gesehen habe, wann die Sendung zu Ende ist und wusste also, okay, der Punktestand kann nicht mehr Ja, aufgeholt das werden. stimmt. Das finde ich ganz wichtig. Und aber auch die Gewinnsumme Ja, ist für mich nicht das unwichtig. macht viel aus, dass man als Zuschauer mitfiebert, ne? Weil natürlich, je höher die Gewinnsumme ist und je länger es dann geht, umso mehr bist du mit drin, denkst, oh Gott, wenn ich jetzt an dieser Stelle wäre. Der Gedanke, der multipliziert sich im Laufe der Nacht, je länger du dran bleibst natürlich. Bei Schlag den Star kommt es immer ein bisschen drauf an, das ist übrigens eine der vielleicht drei, vier Sendungen, die ich noch gezielt anschalte, wer da mitmacht. Und das kann ich mir auch in der Aufzeichnung angucken am nächsten Tag aus der App, wenn ich nicht auf die Uhr gucke. Ich möchte genau wie du eben auch nicht wissen, wann es zu Ende ist. Ja, genau. Wobei da mittlerweile auch manchmal ja, Überraschungsteilnehmer dabei sind. Also eine Sonja Zietlow hätte ich mir von dem Jahr nicht vorstellen können Ja, die war bei ja auch Schlag bei den Masked Star. Singer. Und die macht, Genau, glaube ich, jetzt eine also Sendung da. im ZDF. Wie ich jetzt dank verstehen, sie Spaß weiß. Jetzt bin ich nämlich Eine wieder im Game. Hundeshow, Ja, ne? ja. Ja. Das finde ich immer ganz witzig, weil ich halt wirklich ganz wenig Fernsehen so gucke. Das sagt man immer. Meistens stimmt das nicht, aber es ist tatsächlich, ich habe noch nicht mal richtig, ich müsste es immer ansteuern. Ich habe nicht mal ein Kabel dran zum Fernsehen gucken. Und finde es aber witzig, wenn dann so Promo gemacht wird, weil das erinnert mich so an früher, dass man sagt, ah ja, und ich habe übrigens nächste Woche 16:30 Uhr kommt, da schalten sie alle ein. Das ist für mich schon so fremd, weißt du? So Wetten, dass mäßig auch, oder? Ich präsentiere meinen Film oder meine neue Show oder so aus Gottschalk-Zeiten, wo die Leute eigentlich nur gekommen sind, um irgendwas zu Ja, präsentieren. ich mache mich jetzt sehr unbeliebt in deiner Podcast-Zuhörerschaft. Ich bin nämlich großer Wolfgang Lippert-Fan und ich fand die Zeiten mit Wolfgang Lippert großartig und jetzt auch nur ganz subjektiv, weil ich das als Kind abgefeiert habe, weil das die Zeit war, wo ich dann wirklich, wirklich wusste, oh, hier kommt heute eine große Show, hier ist jetzt richtig was los. Und genau diese Zeit mit Wolfgang Lippert ist für mich so meine Kinder-Wetten-dass-Zeit. Und ich finde den auch immer noch gut, wenn ich den irgendwo sehe. Ich finde den immer unterschätzt. Ja, das heißt also, wenn man klischeehaft sagt, da kommt der Grabbel-Lippi oder wird Mir egal. ziehen die Kneifzangengeschichte raus irgendwie aus dem Baumarkt, das tut dir weh Nö, oder ist Quatsch, dir wurscht? nein, Nö. nee. Ich habe auch danach seine Goldmillion noch geguckt. Ich kann mich an die Sendung nicht mehr erinnern. Es war irgendwas mit dem Labyrinth am Ende. Was bleibt, ist immer nur das gute Gefühl. Ich möchte auch sowas nicht wieder gesehen. Ich möchte das auch in keinem Live-Kommentar irgendwie. Also, das wäre ganz. Weil ganz oft habe ich das bei so alten Fernsehsendungen, dass ich merke, ah, das war. So gut war das auch nicht. Und das ist schwierig dann, ne? Genau, so Sendungen, die nicht gut waren. Und dann sieht man so Sendungen wie Glücksritter und du merkst, das ist eine geile Show gewesen. Ja. Die Musik ist ganz nett. Genau. Aber bei Wolfgang Lippert, der kann, glaube ich, auch mehr als sein Ruf. Der hat letztens auch irgendwann ein Riverboot moderiert. Ist auch schon wieder ein paar Monate her. Das habe ich nur geguckt, weil ich gehört habe, dass er das moderiert. Und ich finde den gut. Ich finde den schlagfertig, ich finde den professionell. Ich finde den gut. Ich weiß auch gar nicht, ich glaube auch diesen Körperkontakt, den er damals auch bei Wetten, dass ja durchaus, sagen wir mal, ausgeübt hat, ist auch in Verbindung zu setzen mit viel Nervosität, oder? Wenn du weißt, irgendwie, du hast da 15 Ja, Millionen absolut, Zuschauer. klar. Und wenn du dann halt erstmal den Stempel hast, dann kommst du da auch nicht mehr von los. Vielleicht sollte man mal durchzählen. Du kannst ja mal durch deine Wetten, dass Folgen durchscrollen, wie oft er tatsächlich Leute berührt hat. Möglicherweise war es oft. Möglicherweise war es jeder Gast, aber. Aber waren die Schuhe am Ende auch zu groß? Also lag es gar nicht, wäre jeder andere auch gescheitert, der zu dem Zeitpunkt Wetten, dass Kann übernommen sein, hätte? ja. Glaub schon. Und da der Ruf, da war ja nach Thomas Gottschalk damals gigantisch, ne? Also das war ja nicht dann ja jeder Bildzeitung, glaube ich, nach jeder Lippert-Sendung, wann kriegen wir Gottschalk zurück? Und das, naja. Wir erwarten ja eigentlich noch dieses große Revival von Wetten, dass, oder nicht? Genau, durch Corona jetzt ja wieder verschoben, verschoben, verschoben. Jetzt heißt es, glaube ich, Herbst soll es soweit sein. Und ich kann mir auch in der Tat vorstellen, so als Event, so einmal im Ja, Jahr Gottschalk hat ja vielleicht. gesagt, Nostalgieveranstaltung. Und das finde ich ja wieder ganz süß, wenn man das direkt darauf reduziert und dann quasi das nicht zu was Größerem macht oder sagt, ja, jetzt machen wir das neue Wetten, dass, sondern sagt, ja, wir machen es so wie früher, wollen auch gar nicht mehr sein, das ist wichtig. Sich auf das reduzieren, was man will und das dann in Perfektion machen. Das ist dann als Nostalgieveranstaltung gut, dass man gleich von vornherein die Erwartungen dämpft und sagt, nee, wir machen das noch einmal so wie früher und dann aber auch schön. Hast du das Gefühl aber auch, er kann nicht aufhören und moderiert am Ende letztendlich auch alles weg? Ja, Schon, aber ne? das hat man ja schon seit Jahren, oder?
Natürlich, also seit Supertalent wusste ich, okay, das ist nicht gut, was du da machst, Thomas. Ja, ja, das ist so. Das ist so. Da gab es auch diese Kindercasting-Show. Ja. Little Stars, genau. Oder Little Big Stars. Ganz schrecklich zusammengeschnitten übrigens. Ja, ja, genau, das war das Schlimmste eigentlich, was man so von ihm gesehen hat. Er ist halt Thomas Gottschalk, deswegen kann er einfach alles machen. Er wird auch immer damit durchkommen und finde das auch in Ordnung. Also wenn er live ist, finde ich das okay. Diese Sendung da, denn sie wissen nicht, was sie tun, habe ich einmal erst gesehen. Ich bin wirklich nicht mehr so tief drin. Wir müssen wirklich über das alte Fernsehen sprechen. Aber live höre ich immer, live ist er noch genauso gut wie früher. Kannst du das bestätigen? Definitiv. Ja, definitiv. Vor allem jetzt ist ja Günther Jauch zweimal ausgefallen, weil er ja Corona infiziert ist. Und somit haben Frau Schöneberger und Herr Gottschalk das sozusagen alleine moderiert mit zusätzlichen Überraschungsgästen, ne? Ja. Genau. Übrigens war Harry Weinfurt zu Gast letzten Samstag. Das hat mich sehr gefreut, ihn mal wieder bei RTL zu sehen. Und ja, Gottschalk kann live. Und Gottschalk ist auch frech, aber auch gegenüber Barbara durchaus sehr witzig und durchaus frech. Und das mag ich. Also wenn man ihn einfach machen lässt. Ja, ja, das ist wichtig. Und auch ihm das Gefühl gibt, er hat jetzt auch Zeit und nicht irgendwie auf Sachen achten muss, was er vielleicht gar nicht will oder kann. Das ist, glaube ich, ganz gut. Und ich glaube auch, dass dieses Wetten, dass dann, wenn es dann mal kommt, das muss mit Publikum sein, das sehe ich auch so, dass das dann auch eine ganz tolle Sache wird. Ja, wie gesagt, kritischer sehe ich so Dinge wie, dass er dann das Jubiläum der ZDF-Hitparade moderieren muss, wo ich mir sage, Thomas, du hast doch mit dem deutschen Schlager so gar nichts am Hut. Seit Jahrzehnten erzählst du uns, dass du Rocker bist, dass du Oldies magst. Ja, aber dann kannst du ja ganz besonders kritisch sein, dass er bei DSDS am Ende da aufgetreten ist. Definitiv, also das war für mich letztendlich nur eine Retourkutsche, nichts anderes, oder? Ja. Ja, oder also, ich glaube tatsächlich, dass er im Moment leicht zu haben ist, dass er einfach so, ja, dann mache ich das auch, ja, dann mache ich das auch. Ich weiß gar nicht, ob er da so viel drin sieht, dass der Bohlen jetzt da deswegen angepisst ist. Ich weiß nicht, ich glaube, das wird so von diesen furchtbaren Boulevardjournalismus-Webseiten, die ich da immer auf meinem Handy, Tag24 und so weiter. Ich kriege immer so ganz komische Push-Nachrichten von Meldungen. Ich glaube gar nicht, dass die sich dabei alle so viel denken. Ich glaube, der Gottschalk hat das gemacht, er ist jetzt bei RTL, ja, mache ich das, ja, ist ja witzig und aber das ist eben diese Beliebigkeit, die er leider irgendwie so vermittelt in den letzten Jahren. Hat er halt früher nicht nötig, weil er hat ja immer dieses Wetten, dass über ihm gestrahlt hat. Ja, und dann war, wenn er nebenbei was gemacht hat, war das okay, aber er war ja immer noch Mr. Wetten, dass. Und wenn das wegfällt, dann kriegt Gottschalk so eine Beliebigkeit irgendwie. Genau, er gibt den Sendungen einfach auch keinen Stempel mehr, ja. Weil du mittlerweile eine lange Liste von Sendungen genau, hast, genau. Die er wegmoderiert. Genau, das ist ja schon, also ich kann das ja gar nicht mehr aufzählen, also wahrscheinlich du auch nicht. Es ist schon so, wo er überall in den letzten Jahren moderiert hat und doch mal mitgemacht und hier noch eine Show. Dann gab es da noch diese Klassenzimmer-Sendung oder irgendwie sowas. Hatte nicht Gottschalks Klassen? Ja, Back to School, ja, genau. Das ja, ist ja, alles genau. So, alles so, es verschwimmt sich alles so. Dann macht er jede Woche auch Radio. Erst beim Bayerischen Rundfunk, jetzt beim Südwestrundfunk. Und sein Podcast. Monaten, jede Woche. Und sein Podcast. Und sein Podcast. Und das, obwohl ja, hat mir Holm Dressler nochmal bestätigt, also Herr Gottschalk möchte auch ansonsten keinem Podcast als Gast teilnehmen und auch kein Telefoninterview führen. Ja. Das möchte er alles nicht. Ja. Das ist uns was bekannt. Also wenn wir eins wissen, dass er niemals in irgendwelche Online-Formate kommen wird, die in unserem Kosmos liegen. Da muss schon Günther Jauch einen Podcast machen. Genau. Wobei mich wundert, dass das bis dato noch nicht passiert ist. Ja. Dass Günther Jauch einen macht. Aber gut. Ja. Apropos Menschen, die alles wegmoderieren, was ich auch ganz schlimm finde, jetzt im Sommer feiert Dadi Dadi 50-jähriges Jubiläum und eine Revival-Show moderiert von Johannes B. Kerner. Und mir wird ein bisschen übel, wenn ich das sage. Ja, aber wieso macht das denn nicht Kai Pflaume? Der ist doch, also... kann ich dir sagen, Kai Pflaume ist nicht beim ZDF angestellt, die Rechte liegen beim ZDF. Als vor 10 Jahren der NDR Dadi Dadi wieder auf die Mattscheibe mit Kai Pflaume gebracht hat, hat man gesagt, ja, in Ordnung, wir nehmen das so hin, läuft ja nur im Dritten. Als es dann in die ARD gewandert ist, hat man schon gesagt, es darf nicht mehr Dadi Dadi heißen, da hieß es nämlich, das ist Spitze in der ARD. Und nachdem das alles ja nicht ganz so unerfolgreich war, hat man sich gesagt, denn die ARD wollte in diesem Jahr wieder was machen, hat man gesagt, nö, das machen wir selber. Ja, und dann guckt man im eigenen Portfolio nach, wen haben wir denn da? Das ist doch alles lächerlich. Das habe ich auch ehrlich gesagt nie verstanden, dass ARD und ZDF untereinander so konkurrieren. Also auf der einen Seite, wenn du morgens Fernseher machst, dann siehst du auf beiden dasselbe Programm. Dann ist es beides von den Gebühren bezahlt oder von den Beiträgen bezahlt. Es ist doch am Ende ein
es sind doch zwei Geschwister, ARD und ZDF, so in meinem Kopf. Gut, ARD ist aus diesen ganzen Rundfunkanstalten zusammengefügt, das weiß ich auch. Aber dass die dann untereinander sich noch in die Suppe spucken, das wundert mich immer sehr, wenn ich das ab und zu mal mitkriege. Mhm. Aber selbst die ARD-Anstalten unter sich sind sich ja oftmals nicht einig. Da kommen wir oder schlagen wir die Brücke wieder zum alten Fernsehen. Die Sesamstraße zum Beispiel. Der BR wollte, glaube ich, keine Sesamstraße senden. Ich erinnere mich, ich glaube, Lindenstraße war das auch der BR, der gesagt hat, haben wir keinen Bock drauf. Also irgendwie waren sich alle Anstalten da nie immer einig, wenn es neue Innovationen ging. Das stimmt. Der Bayerische Rundfunk ist natürlich auch ein gutes Beispiel, weil die haben ja lange noch ihre Werte vertreten wollen, aber solche Sender, ich glaube, der Bayerische Rundfunk beugt sich bei den ganz großen Klassikern irgendwann dann doch dem Erfolg. Das war damals schon so, da werden wahrscheinlich alle gesagt haben, gut, dann gucken wir halt woanders. Und ich glaube, Sesamstraße war damals wegen der US-Variante in den frühen 70ern so. Lindenstraße weiß ich gar nicht, ob das auch dort nicht lief. Ja, ich glaube zumindest am Anfang nicht. Aber da haben wir so ein, zwei Steckenpferde. Du hast ja gerade gesagt, es gibt so 3, 4, 5 Sachen, auf die, von denen bist du richtig Fan, auch schon seit langer Zeit. Und das ist so, wie man so schön sagt, dein Steckenpferd. Ja. Ein Begriff, den, glaube ich, auch keiner mehr benutzt, nee, Steckenpferd. In diesem Podcast ist es noch angebracht, aber auch da langsam abschaffen. jetzt gibt es die Lindenstraße seit etwas mehr als einem Jahr nicht mehr. Und ich habe mich in der Tat danach immer mal wieder gefragt, ach, lass mal ein bisschen Zeit vergehen. Vielleicht haben wir doch irgendwann noch mal eine Chance auf eine Rückkehr. Wie siehst du das aktuell oder auch für die Zukunft? Also das Problem war ja bei Lindenstraße, es ist halt unglaublich teuer. Also erstmal ist jetzt alles abgebaut. Also die Studios sind jetzt richtig leer und die Straße verkommt. Das ist generell auch ein Problem. Warst du mal da in Bocklemünd auf dem Gelände? Nee. Da gibt es noch diese alte Holly-Münd-Bühne. Holly-Münd ist auch so eine Show vom WDR. Kennen wir Nordlichter gar nicht so sehr, aber das war hier im WDR jahrelang. Bärbel Schäfer hat das mal moderiert, oder? Ja, viele verschiedene. Die hatten wirklich große Stars immer. Das lief irgendwie im Wochenende vormittags. Und diese alte Bühne, diese Kulisse, diese richtig, so, das sieht aus wie so eine kleine Zirkusbühne, die vergammelt da auch schon seit 25 Jahren. Und die hatten die mal eine ganz lange Jahre da, so eine Captain Blaubeer-Halle, die sie jetzt endlich wohl abgebaut haben. Irgendwie verkommt das alles so. Ich finde das ein bisschen merkwürdig. Die Hallen musste Geißendörfer leer machen, na klar, seine Kulissen da rausräumen, aber die Straße selber steht da jetzt immer noch. Also um deine Frage zu beantworten, Rückkehr, als Spin-off ist es zu schade. Ich glaube, die Schauspieler wären fast alle immer noch dabei, das glaube ich schon. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich glaube, die Lindenstraße war am Ende zu teuer und zu unbequem. Mhm. Wobei man wunderbar hätte sagen können, das ist unser Prestigeobjekt, aber die Quoten natürlich über die Jahre hinweg sind die halt auch zurückgegangen. Also das Argument, dass viele Menschen das immer noch konsumieren wollen, das Argument zog halt irgendwann auch nicht mehr. Nee, das ist richtig. Das ist halt wirklich schwächer geworden. Und ich glaube, das ist einfach so eine Verhältnismäßigkeit. Dafür war es halt wirklich zu teuer, weil es war eine einzige Fabrik, die Lindenstraße. Dafür, dass sie da 27 Minuten pro Woche gesendet haben, das wäre eine richtige Firma mit Kantine und mit allem drum und dran. Das ist da auf dem Gelände, hatte Geißendörfer da richtig seinen Firmensitz. Und das war einfach zu teuer für das Produkt. Und gerade wenn du dann sagst, am Ende, es gucken nicht mehr so viele. Und sie haben halt oft Themen angesprochen, die man vielleicht auch im Vorabend nicht unbedingt sehen will. Und soweit ich das jetzt so aus, auch letztes Jahr, als es dann eingestellt wurde, aus Interviews so rausgelesen habe, war, dass die sich über all die Jahre schon oft nicht einig waren, die Produktion und der WDR. Und glaube trotzdem, dass am Ende der WDR noch eher seine schützende Hand drauf gehalten hat. Weil in der Tat, eigentlich sagt man, Marie-Louise Marian hat immer gesagt, Kult schafft man nicht ab. Das stimmt natürlich nur zum gewissen Grad, ne? Wenn der Kult am Ende nichts mehr wert ist. Ich glaube, die Lindenstraße war bis zum Schluss gut, hat aber im letzten Jahr, hast du die letzten Folgen geguckt? Ja. Auch so das letzte halbe Jahr, da haben sie ja eigentlich nochmal gezeigt, was sie können. Ja. Da haben sie wirklich nochmal richtig ausgeholt. Ja, aber da habe ich mich durchaus auch gefragt, warum erst jetzt im letzten absolut. Haben. Ja, wo ihr schon lange wisst, also, dass es jetzt im Ende entgegen geht. Ich kann dir sagen, bei der Lindenstraße gab es gerade so 2014, 15 auch echt schwache Jahre. Wo man sagen kann, okay, andererseits
wurde sie auch nicht gut behandelt. Also sie wurde oft auf die anderen Programme aus, wie hieß das, heißt noch One, ne? One, genau. Dann ist oft ausgefallen komplett. Ja. Früher, da wurde die Lindenstraße höchstens ein bisschen verschoben wegen Wahlen, aber dann lief sie trotzdem noch in der ARD um 20.15 Uhr teilweise. Genau, dann wurde sogar sie in die Primetime notfalls verschoben. Ja, also das war da quasi das Problem. Ne? Da hat man ihr noch mehr Spielraum gegeben. Und dann gab es Sommerpausen. Und das ist natürlich für eine wöchentliche Serie, ist eine Sommerpause der absolute Tod. Wenn du dann schon nicht mehr hinguckst, weil du weißt ja, es kommt ja diese Woche gar nichts, dann verlierst du das selbst als Fan, und das kann ich dir aus eigenen Erfahrungen sagen, aus den Augen. Selbst als Fan. Und ja, wenn ich dann sage, okay, ich habe es am Ende auch nicht mehr so sehr verfolgt, zwar immer viel nachgeholt, aber auch als Fan nicht mehr so verfolgt, kann ich es dann auch keinem übel nehmen, dass man es absetzt. Wobei natürlich Corona, es wird ja immer gesagt, für die Lindenstraße ein gefundenes Fressen wäre. Ja, also mich hätte schon interessiert, wer da mit Maske rumläuft, wer unser Schwurbler der Woche gewesen wäre. Ja, die hätten das zumindest thematisiert. Also die Telenovelas und alle anderen Serien, die drehen ja einfach so, dass sie drehen können, aber es nicht thematisieren müssen. Aber die Lindenstraße hätte da sowas von den Finger in die Wunde gestochen und wahrscheinlich auch sehr, 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 sehr politisch gewagt. Das wäre vielleicht auch gar nicht so gut gewesen für die ARD. Womit ist dann aber deiner Meinung nach der Quotenrückgang zu begründen? Durchaus durch die schwächeren Geschichten, die mit den Jahren immer mal wieder Bestandteil waren, oder durch das nicht regelmäßige Laufen und dass der Zuschauer an sich immer gucken musste, läuft es am nächsten Sonntag oder läuft es nicht, also oder wo läuft es? Ich glaube, ich habe auf jeden Fall das nicht regelmäßig, weil das hat mich auch dann weggehauen. Also das hat mich wirklich viele Jahre früher schon weggehauen. Und auch Zwangsjunghaltung. Also irgendwann hat ja, jetzt will ich nicht so sehr in die Tiefe einsteigen, aber irgendwann hat ja der alte Geißendörfer das Zepter an seine Tochter übergeben. Genau, ja, das kritisieren ja auch viele, deshalb da auch nicht mehr alles so war wie vorher. Ja, also du merkst auf jeden Fall so eine Anpassung an die Sehgewohnheiten von GZSZ. Zumindest in manchen Storylines und auch generell in so einer Wackelkamera, die prinzipiell immer so sich in Bewegung hält. Das ist auch angenehm zu gucken, aber du merkst halt in ganz vielen Kleinigkeiten, auch wenn du nur ab und zu mal reinschaust, okay, hier irgendwie verliert die so ihren Kern. Und dann nützt es auch nichts, dass Gung noch da irgendwo in der Kulisse sitzt. Wenn dann doch die Hauptgeschichten um irgendwelche Teenager sich drehen, dann ja, ist ein bisschen vom Pfad abgekommen. Es hat so ein bisschen so, gut, kann man sagen, wird seinen Grund gehabt haben. Wahrscheinlich sind irgendwann auch die Zuschauer sowieso weggegangen oder alt geworden. Oder es gibt ein Überangebot auf anderen Sendern, das muss man ja auch ganz klar sagen. Also das kann man ja, wäre auch frech. Also ich musste immer, wenn ich mich zur Lindenstraße bekenne, auch manchmal so ein bisschen rechtfertigen vor Leuten, die Serie nie gesehen haben. Das ist immer witzig und trotzdem eine Meinung dazu haben. Und dann sagen, ja, am Ende haben es doch keine mehr geguckt. Ja, also dass jetzt diese 35 Jahre Lindenstraße auf die letzten 3, 4, 5 quotenschwachen Jahre zu reduzieren, ist halt auch nicht richtig. Natürlich, also dafür gibt es viele Jahre mit über 10 Millionen Zuschauern und grandiosen Darstellern, grandiosen Storylines. Ja, die Themenvielfalt, die kriegst du halt auch nach 25, 35 Jahren unter uns nicht präsentiert. Ja, also der erste AIDS-Tote, der erste schwule Kuss, und wir können die Liste die um ein Vielfaches verlängern an Stories, die auch wirklich Thema waren am nächsten Morgen. Aber auch bis zum Schluss. Also auch Transsexualität, alles Mögliche. Also wir waren bis zum Schluss immer noch am Puls der Zeit, haben ja sogar noch ein paar Corona-Worte untergebracht in den letzten Folgen. Also das kriegst du halt nirgendwo anders, aber das kriegst halt wahrscheinlich auch nicht in der Schlagzahl produziert, wie du Sturm der Liebe produzieren kannst. Mhm. Aber auch für den Streaming-Dienst wäre das nix? Habe ich ja gehofft. Ich habe gehofft, dass Netflix sagt, komm, wir können uns das leisten und wir nehmen das einfach mit auf. Das war wirklich eine ganz lange große Hoffnung. Haben, glaube ich, auch viele Schauspieler sich gehofft. Also die Cosima Viola, die Jack gespielt hat, das, glaube ich, auch öfter mal gesagt. Das wäre toll gewesen, ja. Du hast ja manchmal doch, ich weiß jetzt gar kein Beispiel, aber es gibt auch so ein paar Sachen, die Verbotene Liebe zum Beispiel ist gut. Auf TV Now, ja. Ich meine, es waren zwar nur 10 Folgen und man weiß da immer nicht, ob und wie es weitergeht, aber man hat es zumindest mal gewagt. Man kann zumindest die Marke erkennen und man könnte das ja in anderer Form weiterlaufen lassen, aber
Lindenstraße war natürlich auch von der Kulisse her alles beim WDR angesessen. Ich glaube, mal eben so Netflix kommt und übernimmt die Sendung und produziert das auf dem Gelände vom WDR weiter. Ich glaube nicht, dass das so einfach durchzusetzen gewesen wäre, mit wie viel Geld auch immer. Das ist halt auch sehr, sehr festgefahren. Das ist auch ein Problem von diesem Betrieb. Und das neu irgendwo aufbauen. Gibt es sonst eine Serie, von der du sagst, da will ich keine Folge verpassen aktuell? Gibt es da was? Aktuell? Nee. Ich gucke gerade Six Feet Under. Ah, also, okay. Nachträglich nochmal. Nee, aktuell? Also auch mit den Daily Soaps und so, da kannst du nichts mehr nee, also, du warst, glaube ich, eine Zeit lang mal unter uns viele, und so. Viele, viele Jahre, ne? Genau. In den 90ern habe ich wahnsinnig viel unter uns geguckt, war da auch richtig großer Fan, habe ein paar Jahre da die Fanfeste moderiert in Köln. War da wirklich, wirklich ziemlich deep drin, aber das, also dass ich gucke da ab und zu noch mal rein, aber eher so aus Interesse, wie sich das entwickelt hat. Nee, ich muss halt gestehen, dass ich letztes Jahr, als Corona anfing, irgendwann angefangen habe, viel Zeit zu haben, doch mal einfach den Fernseher laufen zu lassen. Und habe ein bisschen mit Rote Rosen angefangen, aber das ist auch gefährlich. Also ich merke, dass es nicht so schlecht ist wie sein Ruf, aber dass es auch längst kein Ersatz ist für die Lindenstraße. Von Folge 1 angefangen? Nee, ich bin einfach so reingerutscht. Ah, okay. Gott, okay. Folge 1. Das sind 3500 ja. mal 50 Minuten, das ist ja riesengroße Brecher. Genau, aber ist es nicht so, dass immer pro Jahr nur ein Storytelling ist? Ja, genau. Finde ich auch, also, auch komisch. Also das ist auch, also oder? Eigentlich, vielleicht ist das ja auch das Geheimnis, das jung zu halten, dass man die Hälfte der Schauspieler nach einem Jahr wieder rausnimmt und die Kern bleibt. Aber irgendwie, also finde ich auch komisch, wenn das so vorhersehbar ist, dass ich genau weiß, okay, hier sind die neuen Hauptfiguren, in einem Jahr sind die weg, aber der alte Hermann Tölke sitzt da noch in der Ecke. Finde ich auch komisch. Oder? Was ist das Geheimrezept von GZSZ? Ich meine, das Ding gibt es dann auch schon Jahrzehnte. Ja, und ich glaube, und trotzdem, die haben es aber geschafft, sich jung zu halten. Genau, das ist jetzt die Frage. Also Marktanteile, gerade in der Zielgruppe, immer noch teilweise die erfolgreichste Sendung des Tages bei RTL. Mhm. Wie hat man das geschafft, über Jahrzehnte am Puls der Zeit zu Erstaunlich, sein? Erstaunlich, ne? Aber ich glaube, das betrifft unter uns und alles, was zählt, auch. Also ich weiß nicht, wie da die Quoten sind, aber die zumindest in der Optik muss man sagen, das hat nichts Altbackenes. Das ist wirklich, kannst du so nach 20 Minuten wieder ausmachen und wegschnabulieren. Ich glaube, Berlin Tag und Nacht gibt es auch schon seit 10 Jahren, ne? Ja, durchaus. Und Köln 50, 6, 6, 7 und diese ganzen Sachen. Wobei jetzt bei unter uns, habe ich so ein bisschen mitbekommen, hängt die Quote oftmals davon ab, was als Lead-In, also was davor läuft. Mhm. Und da RTL ja einen katastrophalen Nachmittag seit eigentlich Jahren hat, ist es ganz oft der Vorsendung geschuldet. Wenn die einigermaßen gut läuft, sammelt unter uns ein. Und wenn nicht, ist es auch mal eine schwächere Phase. Kann sein, kann sein. Gibt halt wirklich. Und ich habe Und ich habe bei Alles, was zählt, habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, wenn Tanja Schewtschenko weg ist, dann läuft es wieder schlecht. Und wenn sie wiederkommt, läuft es wieder gut. Oder? Das weiß ich nicht, das habe ich aus den Augen verloren. Also das dürfte aber auch schon 2006 ist gestartet, das weiß ich noch, das ist auch schon 15 Jahre, das ist ja alles wahnsinnig lang. Also ich glaube auch bei der Erneuerung von RTL, dass man diese Flaggschiffe nun nicht auch noch umändern wird und dann quasi eine kleine niedliche Pferdetelenovela da einstellt. Das glaube ich nicht. Also ich glaube schon, dass diese Soaps sind ja auch so harmlos. Da passiert, also das ist ja, sie sind ja skandalfrei im Prinzip durch die ganzen Jahre gekommen. Die kann man so weggucken, die tun keinem weh und haben ihre Fans und das ist auch ganz, ganz gut. Und es macht auch nichts, wenn du mal eine Woche nicht guckst. Also das ist das Schöne. Du kommst immer wieder rein. Das und bei der Lindenstraße, oder? Da machte es schon noch mal nichts aus, wenn du auch mal 10 Jahre nichts guckst. Nicht geguckt. Du kamst immer wieder rein, es waren immer noch so im Kern die gleichen Leute mit den gleichen Kauzigkeiten. Du konntest da bei Lindenstraße relativ schnell auch nach 10 Jahren wieder einsteigen, kann ich dir sagen. Okay, du musstest halt nur halt nicht, ob mittlerweile verheiratet, geschieden, ja, Kinder aber oder sonst okay. Irgendwas. Aber Gabi arbeitet im Café Bayer, das Akropolis von Vasili, das Dr. Dressler, ja, okay, der praktiziert nicht mehr, aber der wohnt noch da, ne, ja. So, der Rollstuhl ist immer noch derselbe, alles gut, ja. In der Tat, du hast es gerade schon angesprochen, RTL möchte seriös werden. Jan Hofer bekommt eine News-Sendung am Abend. Dieter Bohlen ist Geschichte. Habe Kerkeling kehrt zurück. Klappt das? Also ich habe
von welchem Podcast war das denn? Ich höre so viele Podcasts, wenn ich durch die Stadt laufe. Ich glaube, Medien, irgend so ein Podcast. Und die haben gesagt, naja, also der größte Coup wäre jetzt eigentlich, sie sind ja mit Stefan Raab in Produktion, wenn sie Stefan Raab zurück vors Fernsehen holen, für DSDS. Irgendjemand hat in irgendeinem Podcast gesagt, das wäre für DSDS die einzige Chance, dass es nochmal richtig, richtig abgeht. Das werde ich natürlich interessant finden, glaube aber, dass das nicht passieren wird. Und ich weiß es nicht, ob das klappt. Also ich finde aber gut, dass sie das alles, was von diesem fürchterlichen Trash-Image weggeht, kann nur gut sein. Helmut Thoma habe ich gestern gelesen, war T-Online, ein ganz großes Interview gegeben. Der findet das ja alles überhaupt nicht gut. Der hält das ja für großen Fehler, was der neue Chef da macht. Aber ich finde das super, super spannend. Aus der Ferne angucken und selber nicht mitleiden müssen, finde ich gut. Und vor allem hat man gerade im Falle RTL das Gefühl, dass seit 15 Jahren Stillstand herrscht. Absolut. Also die meisten Sendungen, die da laufen, hat Thoma ja noch ins Leben gerufen, ja. Also die ganzen Daily Soaps und was. Also das ist ja alles noch die Zielgruppe 14 bis 49 hat Thoma definiert damals, ja. Genau. Und ich glaube, das nervt ihn, dass man nämlich auch aus dieser Zielgruppe raus will. Und und das finde ich auch gar nicht so verkehrt. Er ist ja auch schon aus der Zielgruppe raus, ne? Genau. Aber wie gesagt, hättest du mich vor 2-3 Monaten gefragt, ich hätte sonst was verwettet, dass Kerkeling niemals wieder zurück genau. auf die Bühne kommt. Genau, und das kommt. Ist eben das Ding. Und deswegen wäre es, was meinst du, was das für ein Granatenstart für DSDS wäre, wenn sie da jetzt, weil du musst das ja in irgendeiner Weise toppen und zwar trotzdem ja seriös toppen. Sie wollen ja seriöser machen, nicht mehr so krawallig und müssen ja aber gleichermaßen auch Dieter Bohlen als Gesicht ersetzt kriegen. Und da wäre Stefan Raab natürlich der Coup des Jahrtausends. Mhm. Heißt das aber zwangsläufig auch, wir verabschieden uns von Formaten wie Sommerhaus der Stars und Co.? Finde ich schade, aber kann ich mit leben. Also, oder wandert denn zum neuen RTL Plus, was sich ja auch demnächst umbenennen wird? Ja, also es ist schon ganz gut, wenn man eine Sendung hat, wo man nicht unbedingt ins Gesicht gespuckt wird. Das finde ich ganz gut. Oder nicht so viel. Das ist bei diesen komischen, deswegen hatte ich vorhin Promis unter Palmen angesprochen, das ist mir nämlich jetzt auch aufgefallen, dass sehr viel Alkohol immer im Spiel ist, jetzt auch bei diesen Reality. Das war aber auch, das ist jetzt so eine schleichende Entwicklung der letzten Jahre, oder? Das ist auch ganz langsam gekommen. Gib den Leuten jeden Abend Alkohol. Genau. Vor allem, was es nach außen projiziert, wie Alkohol verharmlost wird. Und ich habe jetzt gerade noch in einer Insta-Story von Georgina Fleur gelesen, sie ist doch die Initiatorin, Party machen in Fernsehshows. Ach, sie echt? Hat schon vor Jahren viel Alkohol getrunken in Fernsehsendungen und hat das salonfähig gemacht. Ja. Das ist aber interessant, dass man dann da auch schon so drauf stolz ist. Möglicherweise kann sie das sogar sein, weil es ist ja, also Georgina Fleur habe ich, apropos Podcast, im Podcast von Desiree Nick gehört, vor ein paar Wochen erst. Und fand ich auch sehr interessant. War sie nüchtern? Ja, aber sie war trotzdem unangenehm. Sie war nüchtern, aber trotzdem unangenehm. Kann ich nicht anders sagen. Ich gehe mal davon aus, dass du Promis unter Palmen verfolgst und auch natürlich die erste Folge gesehen hast. Zum einen hätte ich gerne gewusst, hätte Sat.1 im Vorfeld anders reagieren müssen mit der Folge und auch mit Prinz Markus. Und was sagst du dazu, dass man jetzt so ein bisschen Panik bekommt und jetzt alles Mögliche neu schneiden muss? Eine ganz klare Haltung zu. Offensichtlich haben sie ja, was sie nicht gut kommuniziert haben, finde ich, dass sie nur die Spitze des Eisbergs gezeigt haben. Also vorgestern, vor ein paar Tagen, gab es ein kurzes Interview mit Katie Bam, der gesagt hat, ja, Leute, das war noch viel schlimmer. Der hat gesagt, Schwanz ab und so weiter. Der hat noch viel schlimmere Sachen gesagt. Also offensichtlich haben sie, das war ja schon schlimm genug, was sie gezeigt haben, aber das war nur wirklich noch das Netteste sozusagen. Es muss wohl viel schlimmer eine ganze Stunde lang da abgegangen sein. Das hätte man vielleicht noch kommunizieren können. Und aber auch vor allen Dingen zu der, dazu stehen dann. Also dieses Zurückrudern finde ich immer unangenehm. Also ich finde auch richtig und wichtig, sowas zu zeigen. Reality is Reality. Man muss ja nicht wirklich jetzt die schlimmsten Sachen zeigen, aber es verschweigen wäre auch irgendwie im Sinne des Reality-Gedankens ganz blöd, weil man da als Zuschauer überhaupt nicht mehr verstehen kann, was das alles soll. Ja, und ich finde auch, zum einen muss es nicht um 20.15 Uhr laufen, dann lass es um 22 Uhr. Ja, das wäre eine gute Lösung. Laufen. Oder man kann in der Late Show danach mit Jochen Bendel das Ganze ja auch nochmal besprechen und einordnen. Ja. Also der Talk danach, um sich mit der Sendung einfach mal ein bisschen seriöser nochmal auseinanderzusetzen, Prinz Markus da anzurufen über FaceTime. Nix, ne?
ne, und zu fragen, bist du nüchtern? Nee, okay, dann lassen wir schön ab. Ja, das noch. Ist halt auch so unangenehm. Also, bei der zweiten Folge haben sie jetzt das Wichtigste eigentlich so rausgeschnitten, die zweite ungeschnitten noch gesehen, dass das überhaupt gar keinen Sinn macht, wie das im Fernsehen. Gut, das war jetzt alles kurzfristig, aber in der ungeschnittenen Version geht es ja auch sehr stark um Katie Bam und dass da große Streitereien entstehen. Und ich finde da jetzt so vorsichtig, oh Gott, wir müssen das jetzt rausschneiden, sonst sieht man ja, dass die gleich dann da schon Stress kriegt. Und also das ist, also ich finde es nicht schlimm, über Themen zu sprechen, das finde ich richtig und wichtig. Und man kann auch dann im Nachgang sagen, ja, das war zu viel, aber dann zu löschen und sich so selber von der eigenen Entscheidung zu distanzieren, finde ich ein bisschen albern. Weil die haben, ich weiß nicht, wie lange das lief, die Dreharbeiten liegen ja wahrscheinlich einige Monate zurück. Nee, das war in der Tat erst Anfang März. Echt? Ist das gedreht worden? Ja, da haben sie alle auf Insta gepostet, wir sind jetzt zwei Wochen nicht erreicht. Und dennoch hatte man ja 6 Wochen Zeit, das im Team zu besprechen, was man macht. Genau, genau. Und ich fand jetzt mal im Vergleich zum letzten Jahr die ganze Szenerie mit Claudia Ober doch keinen Vergleich zu diesem Jahr. Also da das Thema Mobbing und jemanden bloßstellen. Alkoholismus und, ist das große ja. Thema. Ja, genau. Also wie gesagt, die Zurückrudern finde ich immer schwach. Also man kann sich von mir aus sagen, okay, wir haben das falsch eingeschätzt, aber dann alles löschen und so. Leute. Also, ja, was wollen wir denn jetzt haben? Ne? Wollen wir jetzt Reality haben mit Stress? Und dann gehören auch Beleidigungen dazu. Und natürlich ist das nicht richtig und man muss das klar einordnen. Das ist dann auch Aufgabe der Sendung. Nicht nur den Stress zeigen, sondern von mir aus auch drüber sprechen. Aber dann irgendwie dann 10-mal die Meinung ändern und hätten wir doch. Da hatten sie doch ewig Zeit zu. Sat.1 gibt es doch schon seit 35 Jahren. Haben wir denn jetzt sozusagen den Höhepunkt am Trash-TV-Himmel erreicht und wir mäßigen uns in den nächsten Monaten und Jahren wieder, gerade auch nach der Spuckattacke im Sommerhaus, wo ja RTL sich danach sogar distanziert hat und gesagt hat, also das ist selbst uns zu niveaulos, ist auch lustig, wenn der Programmchef sich so über sein eigenes Programm äußert, weil man kann sich das vorher ja nicht mal angucken. Ja, genau, das finde ich eben komisch. Ich finde es viel cooler, ne? Wenn man sagt, ja, Leute, finden wir auch komisch, wir zeigen es euch aber trotzdem und dann dazu stehen, das ist doch die Angriffs vielleicht hier viel niedriger, als dass man sich dann selber davon distanziert, dann macht man die Sache doch noch größer, oder? In der Tat, ja. Und siehst du dir Sendungen eigentlich an und überlegst dir oft, ob das echt ist, was du da siehst oder ob das inszeniert ist? Also ich habe ja vor kurzem mit Boris Brandt gesprochen und haben auch viel über Big Brother-Zeiten gesprochen und er sagte mir auch unter anderem, dass es Redakteure gab bei diesem Telefonvoting, wenn es heißt, wer fliegt raus. Es gab Redakteure, die gesagt haben, lass uns bitte die Zuschaueranrufe faken, weil wir wollen, dass dieser und jener drin bleibt. Ja. Boris hat gesagt, das macht ihr mir einmal, Freunde, und dann ist ja die Hölle los. Aber es wurde an ihn herangetragen. Außerdem ist uns aufgefallen, dass in der Burg, an die erinnerst du dich bestimmt auch noch, aber ganz Elton schwach, Sonja aber Kraus, ganz schwach. Okay, da gab es ja eine Szenerie, wo Prinz Frederik der Carla Loth in die Banne geschippt hat. das wurde am nächsten Tag allen gezeigt. Da gab es ein großes Zuschauervoting. Ja. Sollen wir den Bewohnern das zeigen? Und bis zur zweiten Werbepause war die Mehrheit für Nein, nicht zeigen. Dann am Ende war dann doch eine kleine Mehrheit für Ja zeigen. Dann wurde das gezeigt. Sie taten alle ganz erstaunt und schrien auf. Carla Loth stand auf und hat einen Kuchen genommen und Prinz Frederik ins Gesicht gedonnert. Ja. Darauf sprang der auf, hat den Tisch abgeräumt, rumgeschrien und die Hand erhoben. Dann ging Frederik aus dem Bild. Man hat allerdings sein Mikro vergessen auszuschalten. Es war ja live. Und man hörte ihn sagen, war das okay so? Es wäre natürlich schöner gewesen, Kader hätte ein bisschen später reagiert. Heißt also, ich habe Boris auch darauf angesprochen, das war Drehbuch, das war gefaked. Da wurde am Morgen gesagt, das läuft am Abend so und so. Also nochmal zur Ausgangsfrage. Machst du dir Gedanken, ob Fernsehen echt ist oder ist es dir egal? Ah, finde ich spannend. Also in der Geschichte, die Burg, wann war das? 2005 so, oder? Da hab ich betrunken in der Ecke gelegen. Das solche Sendung, auch die Alm, da habe ich andere Sachen gemacht. Aber das war wirklich die Zeit, wo ich gar kein Fernsehen geguckt habe. Aber ich finde das interessant, jetzt so zu hören. Also nö, ich finde das nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Also ich gucke lieber das Endprodukt. Ich fand auch bei Newtopia, da fand ich es eher interessant. Kannst du dich da noch dran erinnern?
Ja, wobei ich auch nur die erste Woche gesehen habe, dann hat es mich ja schon nicht mehr interessiert. Genau, ich habe es auch nicht so richtig verfolgt, aber die Skandale drumherum, also das Eingreifen der Redaktion, um die ganzen Regieanweisungen und so weiter, das ist ja schon spannend. Und ja, es geht so. Also bei so einem Trash-TV, was ich jetzt wirklich nur auf Zuruf, also jetzt Promis unter Palmen, nicht so reingeraten, muss halt immer Leute kennen, die sagen, guck dir das an, dann guckst du es dir an und bleibst da hängen. So funktioniert das bei mir. Ja. So wie der Unfall, ne, an dem man nicht wegschaut. Genau, und ich möchte auch, dass da auch Unfall passiert. Wenn ich möchte nicht die ganze Zeit nur ein Spiel gucken, dann brauche ich es. Das ist das Blöde dabei. So gezielte Fakes finde ich auch doof, um das ganz klar zu sagen. Also, ich finde es blöd, wenn man etwas faked, aber es als real ausgibt, weil dann habe ich als Zuschauer, das ist so, dann habe ich so ein Produkt gekauft, von dem ich gar nicht weiß, was es ist. Dann habe ich irgendwie, ich wollte eine richtige Mettwurst und kriege eine vegane Wurst überreicht. Das ist ja auch okay, wenn ich vorher weiß, dass es eine ist. Aber da kann ich irgendwie, wir zahlen ja nichts dafür, aber wir werden noch so ein bisschen um unsere Zeit betrogen. Also, genau, wenn ich Scripted Reality will, dann weiß ich, genau, wo ich das finde. Genau, dann ist es auch okay. So. Ja. Ja, also das, und ja. Ich finde es nicht so schlimm. Ne? Also wenn ich gut unterhalten werde, ist es trotzdem okay. Aber so wie bei dem Klaas-Skandal da vor ein, zwei Jahren, wo sie gezeigt haben, dass auf die und die Berichte da, die waren geschnitten, da saß jemand mit dem Fallschirm oder in dem Heißluftballon. Finde ich schade, aber im Nachgang nicht ganz so schlimm. Aber ich gehöre auch nicht zu denen, die sagen, ja, das macht mir gar nichts aus, ich wurde doch gut unterhalten. Das nicht. Also ich finde das schon blöd, wenn mir was vorgegaukelt wird. Genau. Und gerade auch beim Duell um die Welt, was ich wirklich auch heiß und innig geliebt habe, wenn ich das heutzutage schaue, habe ich den Gedanken, ja, klar. Ist das jetzt echt? Oder dann siehst du natürlich jetzt auch der letzte Skandal mit dem Essen des Menschenfleisches und diese initiierten Skandale, die es denn da auch gibt, höher, schneller, weiter. Da muss ich mich mittlerweile fragen, na Leute, ob das wirklich alles so stimmt. Und das nimmt aber natürlich, wenn sie da so offen wären und sagen würden, ja, wir machen das schon ein bisschen schön, das nimmt solchen Sendungen natürlich gleich alles, was sie haben. Dann hat das gar kein Interesse mehr. Und bei so Reality-Serien kann man sagen, okay, gut, es war ja trotzdem noch irgendwie unterhaltsam präsentiert, aber bei so Thrill-Aktionen irgendwie auf einem Vulkan, wenn du da dann weißt, okay, da wurde unter Umständen gefaked, dann brauchst du den ganzen Beitrag nicht gucken. Du bist auch ein Big Brother-Freund, ja, oder? Ja, es geht. Also der normale Staffeln damals? Es geht. Oder? Ich habe die ersten drei Staffeln geguckt und dann die letzten beiden. Also kann man das, ich weiß nicht, kann man das dann so sagen? Ich habe 2010, 2011 geguckt und die ersten beiden Staffeln. Diese Dorf und so weiter, was da alles gab. Ja, das muss dann auch so 2005, 2006 gewesen sein. Da habe ich echt kein Fernsehen geguckt. Aber ich habe irgendwann zur Jubiläumsstaffel 10 wieder angefangen, ja. Das 10 war dann mit Sexy Core, genau, oder? Genau, Porno Klaus. Das ja, genau. Ja, genau. Die sind hängen geblieben. An was man sich erinnert. Sexy Cora ist irgendwie schon ein Jahr später gestorben, also sie hat sich durch den Browser dann doch noch ein Denkmal gesetzt. Ja. Und das habe ich auch live geguckt bei Sky. Okay. Ja, also das, ich kann mich sogar erinnern, dass ich kurz vor ihrem Tod noch, ich weiß nicht, ob du den Pornoproduzenten Harry S. Morgan kennst, ob der dir was sagt. Seit 30, 40 Jahren hat er... Ich kann Stellung nehmen, vielleicht kenne ich tatsächlich nicht. Nein, okay. Nein, war aber nur kein Darsteller, sondern nur Produzent, ja? Und das seit 3 Jahrzehnten, hat damals schon in den 70er Jahren selbst im Osten schon Paare besucht und all diese Geschichten so. Und er war auf einer Messe, nämlich auf der Venus, und hat versucht, mit Cora damals einen Vertrag zu machen. Und ich habe damals ein Interview mit dem gemacht und der hat mir erzählt, oh, wie arrogant die ist und die will sich selber vermarkten und die will und ein ganz arrogantes Mädchen, wenn die mal nicht irgendwann damit auf die Klappe fliegt. Aber ich fand, die hat das ganz geschickt gemacht. Die war, glaube ich, auch bei Brit ein paar Mal und so und hatte da ja echt so ein bisschen Karriere vor sich, während da nicht die Schönheits-OPs gewesen. Das war auch, glaube ich, ein ganz liebes Mädchen. Ja, so glaube ich auch. An sich. Also bei Big Brother hat sie mir sehr gut gefallen. Ja, ich glaube, die ist bei einer Brustvergrößerung gestorben, ne? Genau. Ja, also ganz tragisch. Also schlimmer geht's nicht mehr. Genau. Ja, aber bei Big Brother fand ich halt damals toll. Das war, weiß nicht, das war die Zeit, wo wir nach Nordrhein-Westfalen gezogen sind, 2010, 2011, die beiden Staffeln. Die 11 war mit Cosimo. Da haben wir das halt ganz gut, das konnte man durch Sky nebenbei laufen lassen und die Bewohner dadurch viel besser kennenlernen. Also dann, und es war auch aus Fernseh-Fansicht spannend, weil du dann auch gesehen hast, was mit den Bewohnern passiert, während die Live-Show geprobt wird und so weiter. Du konntest ein bisschen hinter die Kulissen blicken.
und hast die Leute halt viel besser kennengelernt als in diesen furchtbaren Zusammenschnitten. Ich habe diese Tageszusammenfassung fast nie geguckt. Ich habe das immer so als Live-Unterhaltung, wie man heute halt bei Twitch Leuten zuguckt, wie die so da leben. So, man hat einfach so live so einen Blick ins Haus gehabt. Diese Zusammenfassung habe ich tatsächlich fast nie gesehen. Immer nur live und die Shows. Ja. Und vor allem konnte man sich eine eigene Meinung über Kandidaten bilden. Und hat gemerkt am Abend, wie dann doch teilweise manipuliert wird durch die Tageszusammenfassung, weil natürlich ist heute so ein Standardsatz im Reality-TV, naja, es wird schon so geschnitten, dass es passt. Und das stimmt. Bei Big Brother konntest du das sehr, sehr gut nachvollziehen. Und bei Big Brother war auch, konnte man eigentlich, wenn man das ein bisschen sich sehr stark mit beschäftigt hat damals, wusste man auch schon ungefähr, was die abends so in der Live-Show wohl machen, ob die ein Positiv-Voting oder Negativ-Voting machen, dass das ja auch schon eine Beeinflussung ist. Wenn du sagst, wer soll rausfliegen, dann wählt trotzdem die Mehrheit für Klaus an. Wenn du sagst, wer soll drinbleiben, aber auch, weil der halt am stärksten polarisiert. Also du kannst, es ist auch ein großer Fehler bei solchen Sendungen, die Arschlöcher rauszuwerfen. Das ist, finde ich immer als Zuschauer ganz schrecklich. Ich brauche doch die Arschlöcher, sonst brauche ich es mir nicht angucken. Ne? Aber so denken halt viele nicht. Oma sagt, oh ja, der ist scheiße, da rufe ich für an, den mache ich nicht haben. Wo ich denke, ja, dann eben bitte lass ihn drin. Das ist ganz wichtig, dass du da jemanden hast, den du nicht magst. Aber Dallas ohne GA hätte ja auch nicht funktioniert, somit. Ne? Ja, das hätte ich ihr mal sagen sollen damals. Ne? Dann hätte sie wieder gesagt, ja, du kannst es doch gar nicht beurteilen, du kennst doch nur den kleinen Vampir. Genau, oder Lindenstraße ohne Else Kling oder was weiß ich. Also das ist doch das Gebürz. Ja, aber bei so Reality irgendwie, bei Big Brother, das ist schon so, wenn du dann sagst, okay, wer soll rausfliegen, dann kannst du schon ganz klar davon ausgehen, die Arschlöcher fliegen auch raus. Deswegen ist das auch vielleicht auch bei solchen Sachen sogar besser, aus Produzentensicht dann ein bisschen dran rumzufaken. Denn sonst haben wir am Ende eine langweilige Sendung, das wollen wir ja auch nicht haben. Gewinnen ja bei Big Brother am Ende sowieso nur die Langweiler, die am Ende, die kaum ja, keine komisch, Kante, oder? Die steichen sich so durch und sind am Ende Gewinner. Werde nie vergessen, Sascha Siertl, 1 Million Mark, so ein Langweiler. Ja, genau. Und das war diese Dorfgeschichte, die ich wirklich abgefeiert habe damals mit, oh, jetzt kommt endlich wieder Big Brother, das gucke ich mir mal an. Und das war eine riesenlange Staffel. Und ich weiß gar nicht mehr, wie der Gewinner heißt. Das ist auch erstaunlich. Ich weiß noch ungefähr, wie er aussieht, aber wie der heißt, weiß ich nicht mehr. Also man erinnert sich auch an die, Sascha Siertl ist ein schlechtes Beispiel, weil den kennt man ja wenigstens noch. Aber die meisten Big Brother-Gewinner, die sind ja danach verschwunden und nie wieder irgendwo aufgetaucht. Das stimmt, das stimmt. Da kennst du, ja gut, du kennst aus Staffel 1 und Staffel 2. Ja gut, das ist, die bleiben unvergessen. Alida und... Aber das waren auch die langweiligsten Staffeln. Also frag mal richtige Big Brother-Hardcore-Fans, die werden dich schlagen, wenn du sagst, ja Staffel 1, das war Kult. Die werden sagen, nein, das war das langweiligste überhaupt. Da ist nichts passiert. Aber ich fand Staffel 3 am langweiligsten, ehrlich gesagt. War ja auch der Grund, warum es da nicht mehr bei RTL gelaufen ist, weil die Quoten so zurück... Also Staffel 3, das war ja das Grottigste überhaupt. Ja, da war, glaube ich, so ein Übermaß da. Das lief ja alles sehr stark schnell nacheinander. Und Staffel 3 lief ja auch, war, glaube ich, auch noch in dem Originalhaus. Und das war irgendwie dann nur wieder andere Leute drin. Und ja, stimmt, Staffel 3 ist ziemlich abgekackt. Ich meine, danach war auch ein paar Jahre Pause. Richtig, genau. Dann ging es ja mit Big Brother The Battle und Alexandra Bechtel wieder los auf RTL 2 dann erstmals. Ja. Aber letztes Jahr die Normalo-Staffel, endlich wieder eine, die hat dich null gereizt, da mal reinzugucken. Habe ich nicht gesehen. Bei Sat.1 meinst du, ne? Okay. Nee, ein paar Jahre vorher gab es das noch bei Six, glaube ich. Das habe ich tatsächlich so ein bisschen noch geguckt. Aber nee, bei Sat.1 ist das an mir vorbei. Ja, wie gesagt, dieses wirklich tägliche Fernsehanschalten nicht. Also wenn du jetzt sagst, das ist geil, guck dir das an, werde ich es wahrscheinlich jeden Tag dann über die App mir auf dem Fernseher schieben. Aber sowas zufällig entdecken passiert ganz, ganz selten nochmal. Wenn ich irgendwie so wie jetzt bei ARD mal so einen Livestream laufen lasse und dann Rote Rosen läuft. Aber so, nee. Aber da habe ich auch letztes Jahr nicht den Hype für gehabt. Das war ja, glaube ich, auch mitten in der Corona-Anfangszeit, wo das gelaufen ist. Also ich hatte eine Folge nur geguckt, wo sie das den Bewohnern mitgeteilt haben, dass es Corona gibt. Das, meine ich, habe ich gesehen. Aber kann auch sein, dass ich das in irgendwelchen Berichten geguckt habe. Okay. Ich wollte am Ende nochmal ganz schnell auch über deine Interviewtätigkeiten sprechen. Zum einen machst du Podcast, reden wir gleich noch schön drüber. Zum anderen gibt es natürlich seit vielen, vielen, vielen Jahren den Sprechplaneten. Du bist sozusagen eigentlich der Gottschalk, der Podcaster, der Interviewer, der, naja, also der Mann, so, der sich schon alle am Telefon und am Mikrofon hatte. Und die ich nicht schon mal irgendwann interviewt habe. Aber in der Tat. Trotzdem höre ich mal. Außer ich bekomme Thomas Gottschalk. Kannst du dich noch an dein allererstes Interview erinnern? Das war, glaube ich, noch zu JDO-Zeit. Genau, ne? Also es war 2004, da gab es noch gar keine Podcasts. Da habe ich mit ein paar Freunden zusammen so eine kleine Radioshow online gestellt und ich habe da so Interviews gemacht. Das erste Interview war Tietje Mierendorf. Klar weiß ich das noch.
damals hat er noch ein bisschen mehr drauf gehabt. Mittlerweile ganz stark abgenommen, ja, ne? Der genau. Tätier. Und witzig war, viele, viele Jahre später, jetzt vor 2 Jahren bei Massengeschmack TV oder vor 3 Jahren war er auch unser Gast, natürlich längst erschlankt, aber der konnte sich dann auch gut dran erinnern tatsächlich, weil es war, also das weiß ich auch noch, weil das war auch für ihn so der Anfang, das war glaube ich 2004, da ist er auch so ein bisschen mit Sat.1 ins Fernsehen gekommen und also komischerweise wusste er auch noch, konnte er sich noch daran erinnern, das was ja nicht unbedingt selbstverständlich ist, aber ja, genau, und danach kamen unheimlich viele Telefoninterviews, so ähnlich wie du das jetzt auch machst. Nur halt hauptsächlich echt am Telefon. Also jetzt geht das sicherlich, jetzt kann man gut auch mit Skype und mit anderen Sachen Leute interviewen, aber den ersten Jahren 2004, 5, 6, 7, 8 auf gar keinen Fall. Da war das Telefon die sicherste Bank. Wie war denn so die Anfangszeit, also in Bezug auf Absagen oder auf angefragte Gäste, die gesagt haben, ich weiß nicht, ob ich sowas machen soll. Oder ich meine, du warst, sagen wir mal, relativ unbekannt. Man hatte auch noch nicht so viele Rezensionswerke, die man sich anhören konnte. Wie war so die Anfangszeit, was Anfragen angeht? Weiß ich gar nicht mehr genau. Also mein zweites Interview war mit Harry Weinfurt, den hast du ja auch schon zu Gast. Also für den hat es gereicht, das Portfolio. Ja, der hat sich gesagt, Tietje Meerendorf war schon da, astrein, da komme ich auch. Das weiß ich nicht mehr so genau. Also ich weiß, dass ich in den ersten Jahren wahnsinnig oft, also erst in 2 Jahren, als das noch nicht unter Sprechplanet lief, unglaublich aufgeregt war. Da habe ich auch noch bei Mama gewohnt. Und das in meinem Jugendzimmer sozusagen gemacht, diese Telefoninterviews. Und wenn dann Richter Alexander Holt anruft oder so, da war ich schon wahnsinnig aufgeregt. Ich weiß nicht mehr, wie die Absagequote war. Also heutzutage ist es ja auch eher so, vielleicht kannst du das auch bestätigen, dass man statt einer Absage eher gar keine Antwort bekommt. Also entweder kriegst du eine Zusage und alles ist gut oder du hörst nie wieder was davon. So eine klassische, ja sorry, das möchten wir nicht, kommt natürlich vor, klar, ist auch gut, finde ich auch besser, aber es ist eher so eine Keine-Antwort-Politik inzwischen da. Das war früher nicht so. Früher hast du eher so gehört, ja, warum sollen wir das machen? Das hört doch eh keiner bei Ihnen. Das hatte ich schon mal, das stimmt ja auch. Also das schon eher, aber eigentlich hatte nie das Problem, ich habe eher irgendwann das Interesse verloren. Habe dann irgendwann nicht mehr so viele Interviews gemacht, weil es irgendwie auch immer dasselbe ist. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass es sehr schwierig gewesen ist. Aber wen hatte ich zu Gast? Alida Kuras. Oh, Dirk Bach ist auch einer meiner ersten Interviews gewesen. Ja, sehr schön. Mhm. Ja. Jemand, der eindeutig fehlt in der Branche. Ja, witzigerweise, er ist eine Woche vor unserem zweiten Interview gestorben. Wir hatten schon einen Termin. Ich weiß noch, das ist so dieser Moment, ne? Weißt du noch, wo du warst, als Dirk Bach gestorben ist? So wie bei Lady Di. Ich weiß, dass ich damals in Chur war und am Abend dort saß, nach dem Abendessen, der Fernseher lief und in den Nachrichten tickerte die Meldung, Dirk Bach ist gestorben, ja. Ja, ich weiß nicht mehr, wo ich war. Aber bei Lady Di wüsste ich es noch. Bei Michael Jacksons Tod auch. Also es gibt tatsächlich, glaube ich, so ein paar, und natürlich 9-11, gibt ein paar Erlebnisse, wo ich auch ganz klar sagen kann, dass ich war. Ich glaube, bei Dirk Bach nicht, nein. Naja. Genau. Was ich aber bei den Podcast-Anfragen oder den Interview-Anfragen festgestellt habe, es kristallisieren sich so 2, 3 Szenarien heraus, die sich immer wiederholen. Entweder ist es, derjenige meldet sich durchaus zurück, sagt aber bitte übers Management anfragen und dann sagt das Management ab, mit dem Grund, momentan wegen Corona keine Zeit, zu viele Projekte und so weiter, was ja eigentlich Quatsch ist, weil gerade jetzt hat man eigentlich mehr Zeit. Oder Punkt Nummer 2, dass ich, wenn ich persönlich anfrage, auch gerne dann eine Zusage kommt. Aber übers Management in den letzten Wochen und Monaten in der Regel nicht. Die antworten zwar, aber zu viele Termine oder wir haben gerade auch kein Projekt, was man noch irgendwie bewerben könnte. Ja, das ist ja generell ein Problem. So. Also ich habe ja, als ich mit Sprechplanet angefangen habe vor 12 Jahren oder so, keine Ahnung. Und das darf ja auch schon seit 5 Jahren jetzt als Videotalkshow bei Massengeschmack TV. Und ich habe ja nie den Anspruch, irgendwelche Werbeshows oder Werbeinterviews zu machen. Und das ist tatsächlich öfters mal so, das stimmt schon. Also wenn eine Absage kommt, dann auch gerne mit der Formulierung, es gibt aber nichts zu erzählen. Wo ich denke, ja doch, es gibt ganz viel zu erzählen. Nämlich alles, was bisher so gelaufen ist. Ich mache ja auch gern so Gespräche über das ganze Leben und ich hasse Promotion-Interviews. Ich hasse sämtliche Art von Boulevard-Interviews oder irgendwie, ja, oder Klatschpresse, was machen sie privat? Also es gibt bei mir eigentlich nichts Privates, ich frage nie was Privates und am liebsten auch nichts zu aktuellen Veröffentlichungen, weil ich denke, das ist nicht der Anspruch, den ich habe, aber das ist halt
oft so, dass du hörst, ja, es gibt aber nichts zu erzählen, fragen sie im halben Jahr nochmal, da kommt eine neue CD raus, dann können sie auch gerne ein Interview über das Lebenswerk machen, denn dann ist ja am Ende noch die CD dabei, weißt du? Also die brauchen irgendwie so eine Art Aufhänger, viele, aber ja, das habe ich inzwischen akzeptiert und auch oft ausgenutzt, dass ich mich dann in der Tat ein halbes Jahr später gemeldet habe und ist ja nicht schlimm, aber ist halt irgendwie schade, dass das irgendwie, ist halt Business, ist. Am Ende ist es ja für die Prominenten Business. Und wenn es auch nur bei dir im Podcast oder bei mir bei Sprechplanet ist, am Ende des Tages wollen die ja einfach nur, dass Leute hören, dass es sie gibt. Und viele haben halt eher dann nur einen Nutzen davon, wenn sie auch am Ende was gerade in der Bewerbung haben. Und das finde ich auch okay. Andersrum sind natürlich auch viele Leute dann überrascht. Das merke ich oft bei Massengeschmack TV, wenn die im Studio sitzen. Was meinst du, wie viele von den Gästen da, auch Sky Demont ist ein gutes Beispiel, am Ende gar nicht mehr aufstehen wollten, weil sie so begeistert waren, was wir da eigentlich machen. Weil wir jetzt eben Zeit nehmen für die, weil wir nichts schneiden, weil wir einfach Gespräche führen und nicht nur wissen wollen, sagen wir mal, wie sind sie Schauspieler geworden, was ist ihr aktueller Film, worum geht's da, aha, tschüss. Im Gegenteil, das will ich ja genau nicht wissen. Ist das so ein bisschen der Nachteil in der ganzen Podcast-Schwemme, die es ja mittlerweile gibt, dass vielleicht auch zig Anfragen mittlerweile rausgehen und die Leute, die Angefragten, gar nicht mehr filtern und sagen, nee, sorry, ich habe jetzt an 3-4 Podcasts kann sein, und ja. Jetzt reicht's auch. Kann ich auch verstehen. Oder? Also ja. Wir haben ja zumindest das Glück, du ja sowieso mit alten Fernsehstars, das ist auch schon ein Nischenthema, was aber viele wahrscheinlich interessiert, weil jeder gern daran zurückdenkt. Aber ich habe ja auch viele Nerd-Interviews gemacht mit dem Spieler von Hallo Spencer, der hat noch nie irgendwo ein Interview gegeben. Und den habe ich mir rausgesucht, mit dem habe ich ein Interview geführt. Bei solchen Leuten kriegst du natürlich eher eine Zusage. Aber klar, wobei das auch 4 Jahre gedauert hat, also das ist ein schlechtes Beispiel. Aber wenn du Leute interviewst, die sonst nicht so oft interviewt werden, das ist leichter. Aber klar, wenn du jetzt irgendwelche aktuellen Schauspieler anfragst, da bist du bestimmt nicht der Erste, der sich da heute meldet. Denn Podcast macht ja jeder. Kollegen von mir fehlt nur, dass meine Mutter einen Podcast macht. Dann wäre es wirklich jeder. Und gerade seit Corona macht jeder einen Podcast. Ich mache ja sogar 2-3 verschiedene Podcasts. Jetzt bin ich sogar bei dir hier im Podcast. Also das stell dir mal vor, wie das dann bei Yvonne Katterfeld als Beispiel. Das ist jetzt auch vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber die kriegt wahrscheinlich auch jede Woche Anfragen, selbst die. Ja, da müsste man seine Vita demnächst auch ganz anders ausformulieren, oder? In dem Podcast war ich schon und den habe ich schon mitmoderiert. Und, ja, das ja, wenn man da Wert drauf legt, da kann man das machen. Ja. Finde ich immer unangenehm, ja. Wenn Leute so eine ausgesprochen lange Vita haben oder bei Facebook dann plötzlich schreiben, wo sie überall schon gearbeitet haben, nur weil sie da mal 2 Wochen Praktikum gemacht haben. Das finde ich immer, ich mag das nicht so gerne, wenn sich Leute so selber produzieren. Sage ich dir, ja. Während ich hier bei dir zu Gast bin. aber in deiner Vita steht zum Beispiel auch nicht im Sprechplanet, war zu Gast Horst Jansson. Ja, das liegt ja nicht an mir. Das liegt ja an Holger. Also ich würde Horst Jansson lieben gern einladen. Lade ich mal zum Telefoninterview ein. Oder ich fahre mal zu ihm. Ich habe hier so ein cooles Radiomikrofon, womit ich eigentlich auch unterwegs sein könnte. Mache ich nie, aber ja, Horst Jansson, das ist jetzt aber ein starker Insider. Ich weiß, für den Fall, dass doch der ein oder andere vom Massengeschmack mal hier reinhört, würde ich es doch zumindest mal erwähnt haben. Nicht an mir. Würde ich auch erwähnt haben. Ist es eigentlich so, dass man, also man lobt ja sehr viel deinen Interviewstil. Zum einen, weil du dich sehr gut vorbereitest auf deine Gäste, zum einen. Zum anderen, weil du keine Unterstützung durch Karteikarten oder Zettel hast. Ja, hörst du aber auch oft, du bist auch ganz schön nett und manchmal ein bisschen zu nett? Nö, also es ist, glaube ich, ich finde, es ist, ja, also es, was tatsächlich mal als Kritik, wenn man das als Kritik bezeichnen will, sagen kann, ist, dass es so ein Kuscheltalk ist. Aber das will ich ja auch. Also ich mache ja kein Verhör. Also ich lade ja niemanden ein, um ihn fertig zu machen. Das wirst du wahrscheinlich auch nicht wollen. Möchte auch nichts auslassen. Also gutes Beispiel, als hier unser Peter Bond bei uns war im Studio. Was war ich aufgeregt? Mr. Glücksrad, Peter Bond ist für mich noch mehr Mr. Glücksrad als Frederik Meissner übrigens. Aber das ist auch persönlich. Jedenfalls muss man mit dem natürlich, wenn er zu uns kommt, auch über seine Porno-Vergangenheit sprechen. Und das war für mich auch nicht so leicht, weil ich denke, okay, auf der einen Seite bin ich sein größter Fan und will ihn hofieren und ich mache hier aber andererseits auch Sprechplanet, wo ich über alles sprechen möchte. Also ich mache das auch,
Ich rede auch über kritische Themen, aber verpacke die eher in so ein Gespräch, dass die Leute sich erstmal wohlfühlen und wissen, okay, hier bei mir, da können sie auch darüber reden, da ist das nicht so schlimm. Zum Beispiel haben wir jetzt in einem aktuellen Sprechplanet Mola zu Gast von Viva, Mola Adebisi. Und ich konnte mit dem auch über Dschungelcamp reden, obwohl der eigentlich nie wieder darüber sprechen wollte, wie er mir später sagte. Und er hat darüber aber ausführlich gesprochen, weil er bereits wusste, in dem Rahmen hier fühle ich mich wohl. Das geht schon. Aber es ist nicht so, dass ich irgendwelche Verhörgespräche mache. Das habe ich auch keinen Bock drauf. Klärst du im Vorfeld Tabuthemen? Also hast du Peter darauf angesprochen, dass die Filmkarriere besprochen wird? Oder nein? Gut. Warum wurde er damals synchronisiert? Hast du das erfragt? Nee, soweit habe ich mir die Filme aber auch nicht angeschaut. Da endet die Recherche dann. Achso, alles klar. Wobei ich sagen muss, also ich sehe das durchaus ähnlich, habe aber zum Beispiel, als wir vor kurzem Vera Entwehen zu Gast hatten. Die musst du bitte kritisch sonst wirst du nämlich auseinandergenommen. Es gibt so ein paar Gäste, wenn du da nicht was fragst, dann bist du nämlich am Ende der Buhmann. Also die musst du schon hart ins Gericht nehmen zu ihren Sachen. Genau. Da haben wir 10 Minuten kritisch über Schwiegertochter gesucht und Co. gesprochen und über Vorführen im Reality-Fernsehen und so weiter und über Drehbücher und über Mietprellern auf der Spur. Ja, geht, wenn du sie trotzdem zu wertschätzen weißt. Ich glaube, dass das funktioniert. Also wenn du den Leuten ein Vertrauen entgegenbringst und auch ernsthaftes Interesse und es aber auch nicht nur darauf reduzierst, dann kann das funktionieren. Das ist dann, denke ich, auch in Ordnung. Genau, und was auch sehr wichtig war, dass jemand sich drauf einlässt. Und sie hat offen dazu Antworten gegeben, hat auch was Schwiegertochter gesucht angeht, was ja nun seit jetzt im zweiten Jahr äußerlich ein bisschen anders daherkommt, ein bisschen seriöser daherkommt, auch gesagt, dass ihr das, ja, es ist, aber ne, es ist nicht mehr so vor für Fernsehen. Genau. Wobei ich auch danach gefragt habe, Beate, geht's gut? Und sie hat sogar gefragt, ob sie nicht nochmal wieder stattfinden könnte. Aber das darf ich eigentlich gar nicht erzählen. So, und sie hat sich drauf eingelassen, hat offen drauf geantwortet und hat auch gesagt, gewisse Dinge würde ich heute so einfach nicht mehr machen. Und das finde ich legitim. Und trotzdem habe ich durchaus im Umfeld von Menschen gehört, ey, bist du bescheuert? Die interviewt man einfach nicht. Das ist ein schlechter Mensch und die macht schlechtes Fernsehen. Ja. Und das sehe ich durchaus anders. Ja. Ich kann beides verstehen. Das kommt halt darauf an, wer das sagt. Also man muss schon das große Ganze betrachten, wenn man das aber nicht macht. Und bei Vera Entwehen sich jetzt wirklich nur auf Schwiegertochter gesucht und auf Jan Böhmermann das darauf reduziert, dann kann man natürlich wirklich die Haltung haben, ja, das ist doch keine Fernsehmoderatorin, die führt doch Behinderte vor. Als Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass das manche Leute vielleicht denken. Aber das ist halt, käme halt ihr als Lebenswerk nicht gerecht. Und wenn du sie zum Interview einlädst, dann musst du ihr gerecht werden und sie auch nach ihr, sie war ja Warm-Upperin, die hat ja viel mehr gemacht als Schwiegertochter gesucht. Und das musst du halt dann unterscheiden. Wenn du sie angefragt hättest und in die E-Mail geschrieben hättest, ich würde gerne mit ihnen über die Skandale um Schwiegertochter gesucht sprechen, wäre wahrscheinlich keine Antwort gekommen. Aber wenn du sagst, ja, ich würde gerne ihr Leben würdigen, dann wird es natürlich einfacher. Und dann kommen die Leute unter Umständen auch gerne. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, weil Vera Entwehen weiß ich gar nicht, ob ich die interviewen würde. Weil ich finde das schon sehr, sehr, also Schwiegertochter gesucht schon sehr, 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 ebenso Britt damals mit Schwer verliebt. Das war ja noch eine Spur schlimmer, fand ich. Ja, eine Spur schlimmer. Also ich finde, das finde ich schon sehr, sehr, sehr grenzwertig. Also vielleicht würde ich die gar nicht unbedingt interviewen wollen. Aber finde natürlich gut, dass du es gemacht hast. Und wenn, dann auch sowas ansprechen und nicht auslassen. Das wäre nämlich in der Tat dann schleimerisch. Genau, ja, aber ich war oder bin da durchaus neugierig auf Menschen und wie gesagt, da hätten wir jetzt keinen Talk führen können, indem wir jetzt nur über Warm-Upper-Tätigkeiten und Rudi Carrell und was hast du gerne geschaut früher sprechen, sondern natürlich müssen diese Sendungen auch stattfinden und besprochen werden. Und wie gesagt, ich finde es auch super, wenn sie dann sagt, ich stelle mich diesen ganzen Dingen und sage das und warum ihr da nicht einfach auch mal zuhört? Ja, ich glaube, ist sie, glaube ich, jetzt inzwischen auch gewöhnt. Ich glaube, als damals dieser Vera-Fake-Skandal rauskam, da ist sie ja schon ein bisschen ins Schneckenhaus gegangen. Aber ich glaube, inzwischen weiß sie, wie sie damit umgeht und wie sie dazu stehen kann und kann das auch gut verpacken. Und wer würde mich halt stark überraschen oder auch enttäuschen, wenn sie
auf solche Fragen nur antworten würde mit, ja, die Leute sind ja für sich selbst verantwortlich. Also bin ich mal gespannt, was sie gesagt hat, aber ich kann mir ungefähr vorstellen, wie sie heute damit umgeht. Weil das kann sie ja auch gelernt haben. Gibt es einen Sprechplanet Promi, den du seit langer Zeit sehr, sehr gerne hättest und dir aber immer mal wieder eine Absage erteilt hat, du aber nicht locker lässt und es immer wieder versuchen wirst? Nein. Tatsächlich nicht, nee. Also ich mache ja so diese Podcast-Interviews nicht mehr so oft, sondern nur noch so ab und zu, wenn es mir Spaß macht. Bei Massengeschmack TV muss ich ja jeden Monat jemanden ins Studio kriegen, was übrigens noch eine viel größere Hürde ist, als ans Telefon jemanden ins Studio zu kriegen, hinter einer Paywall stattfindend. Da sind die Hürden nochmal 10-mal größer als hier. Da kann man auch nicht sagen, ja, ist ja Corona, sie haben ja Zeit. Aber auch da, wir haben natürlich ein, zwei Leute, die wir gerne hätten, die wir öfter mal versuchen, aber würde mir jetzt so spontan tatsächlich kein Name einfallen, weil, also ich bin auch nicht so hartnäckig, ehrlich gesagt. Also es gibt zum Glück noch genug prominente oder interessante Leute, dass ich jetzt nicht jedes Jahr Harald Schmidt anschreiben muss, wo ich vorher weiß, das wird sowieso nichts oder wahrscheinlich nichts. Also es ist nicht so, ich habe auch nicht, Harpe Kerkeling wäre schon geil. Also das jetzt, wo er wieder da ist, das wäre schon ein Ding, aber das ist verfehlt die Frage, weil das habe ich die Jahre ja nie probiert, weil ich davon ausgegangen bin, das klappt sowieso nicht. Und wenn es bei Kerkling oder Harald Schmidt heißt, ja, aber bitte komm zu uns, fahr nach Köln oder fahr nach Stuttgart. Da sitzt unser Kamerad Chris schon im Morgen im Zug und ist dann da. Also das klappt. Und das erfolgreichste Gespräch war ja Held der Steine. Dass der Lego-YouTuber, für den einen, der zu Hause noch nichts davon gehört hat, wie mich davor, da merkst du halt auch, wenn du Mathieu Carrière einlädst, das interessiert ein paar Tausend, wenn du Held der Steine einlädst, das interessiert um einige mehr. Und deswegen kann man im Podcast, so wie du und wie ich, im Sprechplanet Audio Podcast, wir können einladen, wen wir wollen. Und wenn es der fünfte Statist aus einer Folge unter uns ist, wenn uns das interessiert, machen wir das. Aber wenn es hinter einer Paywall Leute geben sollen, die dafür bezahlen, dann musst du das gezielter auswählen. Und dann kommen halt auch mal Leute, wo du vielleicht gar nicht großes Interesse hast, aber dich einarbeitest. Das kommt auch vor. Das neueste Projekt heißt Löwenzahn Peter Lustig und wir machen einen Podcast darüber. Oh, das ist aber süß, dass du das sagst. Das ist aber ganz süß. Hinterm Bauwagen. Ich habe mit CF ist auch ein lieber Freund von mir seit ein paar Jahren, der macht beim Massengeschmack TV auch viel, 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 viel mit. Und wir haben irgendwann festgestellt, dass wir ein gemeinsames Nerd-Hobby haben, Löwenzahn. Und haben gesagt, darüber gibt es noch keinen Podcast, weil es gibt ja sonst über viele, viele Sachen einen Podcast. Selbst Bibi Blocksberg-Fan-Podcast gibt es, aber Edgar Wallace gibt es und mit dem Titel Hier sprechen Edgar Wallace seine Nachbarn, habe ich gestern entdeckt. Da wird jeder Edgar Wallace-Film auseinandergenommen in einem zweistündigen Podcast. Finde ich richtig gut. Und es gibt natürlich auch drei Fragezeichen. Es gibt ja sogar, also ich war mir vorhin kurz He-Man angesprochen, es gibt einen He-Man-Fan-Podcast, das Hemanische Quartett. Höre ich jeden Monat 2 Stunden lang nörden die da ab über irgendwelche Actionfiguren von Mattel, die gerade wieder frisch rausgebracht werden. Und da haben wir jedenfalls gedacht, CF kannte sich vorher mit Podcasts nicht so aus und da hat er auch immer gedacht, das ist nichts für ihn, der macht eher so Twitch. Aber ich habe ihn überredet, dass wir doch mal das zusammen probieren wollen. Jetzt machen wir einen Löwenzahn-Fan-Podcast tatsächlich. Hinterm Bauwagen ist der Name und da reden wir über alte Peter Lustig-Folgen. Aber auch bald über Fritz Fuchs-Folgen. CF freut sich schon sehr. Wie sortiert ihr das? Also ich habe ja festgestellt, ich habe natürlich auch mir da was angehört, dass ihr da jetzt nicht chronologisch vorgeht, Folge 1, 2, 3, 4, 5. Das würde nämlich dann ewig dauern, bis wir zu unseren Lieblingsfolgen kommen. Es gibt immerhin 200 Folgen mit Peter Lustig und ehrlich gesagt sind die ersten Jahre, die habe ich halt als Kind nicht mitgekriegt. Ja? 1981 habe ich noch nicht gelebt. Meine Löwenzahnzeit sind eher so die späteren Folgen mit Peter Lustig und das wäre halt blöd. Also dafür, das wird ja ewig dauern. Selbst wenn wir jede Woche eine Folge machen, dann wüsste ich ja in 4 Jahren, okay, gut, da kommt meine Lieblingsfolge dran. Das wäre ja richtig scheiße. Und da die Peter-Lustig-Ära ja schon so abgeschlossen ist, kann man da doch hin und her springen. Finde ich schlimm. Und es kommen ja sogar noch neue Folgen nach. Also wir besprechen jetzt bald auch mal eine Fritz-Fuchs-Folge und gucken uns, wir tasten uns da mal ganz vorsichtig mal so, auch mal so in die neue Welt. Weil, also hier und da gibt es ja auch jüngere Menschen, die auch gesagt haben, ja, mach doch mal Fritz-Fuchs, das ist auch geil. Gibt es ja auch schon seit 15 Jahren, wird wohl geil sein. Gucken wir uns mal an. Jetzt ist die Frage an dich, ist Fritz-Fuchs auch geil? Also sind die Folgen
noch auch faszinierend für Menschen, die älter als 12 sind? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Also ich habe jetzt eine, da wir haben jetzt vor kurzem eine Folge besprochen von Peter Lustig, wo er eine Spiegelgeschichte hat. Und es gibt auch eine sehr, sehr ähnliche Geschichte mit Fritz Fuchs, die sich auch um Spiegel dreht. Und die ist erst 3 Jahre alt oder so. Die habe ich mir angeguckt. Und das ist was ganz anderes. Das hat mit dem alten Löwenzahn nichts zu tun. Die ersten Jahre von Fritz Fuchs, so wie ich das jetzt weiß ungefähr, sind noch sehr ähnlich. Aber diese Spiegelfolge war eher so ein Actionfilm, war eher so eine Verfolgungsjagd. Weiß ich nicht. Also das ist schwierig. Also der Lerneffekt ist natürlich bescheidener, wenn du schon über 30 bist, das ist klar. Wollen wir hoffen. In der Tat. Also überall, wo es Podcasts gibt, natürlich auch auf YouTube. Gerne mal reinhören, lohnt sich auf alle Fälle. So, damit sind wir auch schon am Ende. Schon ist gut. Ich danke dir. Ich danke dir für die Zeit. Ich danke dir für die offenen Antworten, für das sehr sympathische Gespräch. Ich hoffe, es war nicht zu viel Trash-TV da drin. Da möchte ich mich mal entschuldigen bei den Leuten. Weil natürlich Frank und ich gucken auch viele andere Sachen. Ne? Also das ist ja nicht nur, aber es ist halt lustiger, darüber zu sprechen. In der Tat. Also ja, du schaust heute noch gerne Cartoons, wie ich ab und zu mal mitbekomme. Und du guckst gerne Peter Frankenfeld nochmal an. Den ich Glücksritter nie gesehen habe. Glücksritter gucken wir hoffentlich bald wieder im Livestream. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg beim Massengeschmack und natürlich auch mit deinen eigenen Projekten, mit den Podcasts. Ist eigentlich die Mehrzahl Podcasts? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ist richtig. Das klingt mit gut. Mit einem S hinten dran, oder? Du musst es so, aber nicht ganz so detailliert aussprechen, dann klingt es auch cooler. Genau, und wünsche dir weiterhin viel Erfolg, dass du viele Gäste noch in deine Interviews bekommst, bei denen man hinterher sagt, da habe ich Dinge erfahren, die habe ich vorher noch nicht gewusst, denn ich glaube, das ist das, was richtig Spaß macht. Ja, genau, sonst macht es keinen Sinn. Also ohne eigenes Interesse macht es auch eh keinen Sinn. Genau, vielen Dank, Julian. Dankeschön. Ciao. So, genug gequatscht für heute. Das war sehr beeindruckend. Aber keine Sorge, sie kommen wieder. Stark, das ist ja wundervoll. Die nächste Folge der Fernsehschatztruhe, dem Nostalgie-Podcast, demnächst hier.